Ja, herzlich willkommen zurück zu Mentoriat Nummer 3 heute. Und wir sind jetzt sozusagen angelangt bei Kurseinheit Nummer 2. Die Kurseinheit 1 hatten wir ja durch. Da ging es um Folgen und Reihen und um Finanzmathematik. Und entsprechend wird jetzt das Thema Differentialrechnung dann sein. Also Differentialrechnung wird das Thema sein und das wird sich, denke ich, voraussichtlich über die nächsten beiden Mentoriate ziehen. Also dieses Mentoriat hier wird komplett um Differentialrechnung gehen, beziehungsweise um Ableitungen und das nächste voraussichtlich auch. Ja, wenn wir dann schauen, wie schnell wir sind. Und als Wiederholung möchte ich hier jetzt nochmal lineare Funktionen ganz kurz behandeln. Ja, also als Wiederholung wäre das Thema lineare Funktionen. Das hatten wir ja im Brückenkurs schon. Und für den Einstieg, denke ich, aber ist es hier nochmal angebracht. Ja, also eine lineare Funktion f von x, die war ja allgemein formuliert als b mal x plus a. Ja, b war hier die Steigung. Und A war der Achsenabschnitt oder Y-Achsenabschnitt, sagt man dazu auch. Ich schreibe jetzt hier mal Achsenabschnitt. Ja, und diese Parameter hier, eben A und B, B und A, die sind jetzt Element der reellen Zahlen. Ja, also schreibe ich jetzt mal dazu mit A und B, Element der reellen Zahlen. Ja, zum Beispiel, also als Beispiel für so eine lineare Funktion können wir hier mal 2x plus 1 aufführen. Ja, und hier wäre die Steigung jetzt entsprechend 2, also b wäre gleich 2 und der Achsenabschnitt hier wäre 1. Ja, und das Ganze zeichnen wir jetzt hier nochmal ein an der Stelle. X-Achse und hier die Y-Achse bzw. f von x schreibe ich jetzt hier hin. Okay. So, wie zeichnet man so eine lineare Funktion ein? Zunächst mal, wenn wir uns hier den Achsenabschnitt angucken, dann wissen wir ja, dass wenn der Achsenabschnitt hier 1 ist, dass die Funktion hier bei 1 durch diesen Punkt hier verläuft. Ja? Also bei dem Wert 1 auf der Y-Achse, hier wird die Funktion durchverlaufen. Ja? Und was wir jetzt auch noch wissen, ist, dass die Steigung 2 ist. Ja, und wir gehen jetzt mal hier von dem Punkt aus, von dem Achsenabschnitt hier. Ja, und wenn wir jetzt eine Steigung von 2 haben, dann bedeutet es ja, dass wir, wenn wir 1 nach rechts gehen hier, also 1 nach rechts, dass wir dann 2 nach oben müssen. Ja, das wäre dann eine Steigung von 2. Ja, wir gehen 1 nach rechts und 2 Einheiten nach oben. Ja, und jetzt haben wir hier im Prinzip den nächsten Punkt. Ja, das heißt, wir haben diesen Punkt jetzt hier und wir haben diesen Punkt hier, den Achsenabschnitt. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist jetzt entsprechend diese beiden Punkte zu verbinden. Und daraus haben wir dann die Gerade, die da durch entsteht. Ich probiere es jetzt mal genau. Ja, also Pi mal Daumen. Ja, also das wäre dann diese Funktion hier, f von x gleich 2x plus 1. Ja, die Funktion hat die Steigung 2 und den Achsenabschnitt eben 1. Ja, und dieses Verhältnis jetzt hier ist wie gesagt die Steigung, also das Verhältnis von dieser Strecke zu dieser Strecke. Ja, diese Strecke hier unten, also diese Strecke hier entlang der X-Achse, haben wir auch als Delta X bezeichnet.
Und diese Strecke hier nach oben hatten wir als Delta Y bezeichnet. Ja, beziehungsweise können wir hier auch schreiben Delta F von X. Ja. Und die Steigung war ja formal jetzt eben das Verhältnis von dieser Strecke zu dieser Strecke. Ja, also formal war die Steigung ja folgendes. Also die Steigung ist gleich Delta Y durch Delta X. Ja, beziehungsweise, wenn wir das jetzt nochmal anders schreiben, wäre das dann Delta F von X durch Delta X. Ja, so bestimmen wir die Steigung. Ja, das Verhältnis von dieser Strecke zu dieser Strecke. Ja, und wenn wir das dann eben für das Beispiel mal machen, dann haben wir hier ja 2 geteilt durch 1 und es gibt dann 2. Ja, also Delta Y hier wäre ja 2 und Delta X hier unten wäre hier 1. Ja, das heißt, hier bei diesem Bruch würde dann 2 Eintel rauskommen und entsprechend als Ergebnis hätten wir dann die Steigung eben 2. So haben wir das gemacht. So, jetzt gibt es aber durchaus eben Zusammenhänge, die man nicht mit linearen Funktionen abbilden kann, sondern die man eben nur mit Kurven abbilden kann. Ja. Und das wird jetzt das nächste Thema sein. Also jetzt steigen wir sozusagen in die Differentialrechnung ein. Und das Erste, was wir behandeln werden, wird die sogenannte Ableitung einer Funktion sein. Ableitung einer Funktion. Gut, dazu zeichnen wir wieder ein Koordinatensystem. Ja, und da stellen Sie sich jetzt einfach vor, wir haben hier eine Kurve, die sieht mal so aus, zum Beispiel. Also irgendeine Funktion, ich nenne die jetzt mal f. Ne? Und was wir hier jetzt machen, ist zunächst mal, dass wir hier 2 Punkte einzeichnen auf dieser Kurve. Also zum Beispiel diese beiden hier, so. Ja. Und wenn wir jetzt diese beiden Punkte verbinden, dann bekommen wir wieder eine Gerade, so wie gerade eben, eine lineare Funktion. Also wenn wir hier die Punkte verbinden, ich mache die Linie jetzt mal gestrichelt, dass man das ein bisschen besser unterscheiden kann von der Funktion. Ja. Wenn wir die 2 Punkte verbinden, bekommen wir wieder eine Gerade. Und diese Gerade nennt sich in dem Fall Sekante. Ja, also wenn Sie jetzt 2 Punkte auf dieser Kurve haben und die verbinden durch eine Gerade, dann kriegen Sie eine Sekante. Ja. Und die erste Frage, die wir uns jetzt hier mal zustellen, ist, wie groß ist die Steigung der Sekante? Ja, also Frage 1 wäre, wie groß ist die Steigung der Sekante? Fragezeichen. Ja. Wir nehmen jetzt mal hier diesen Punkt als Ausgangspunkt und ich bezeichne diese Stelle jetzt hier, also die Stelle von diesem Punkt hier, bezeichne ich jetzt einfach mal als x0. Ja, wie Sie die nennen, diese Stelle ist im Prinzip egal. Im Skript wird die auch x0 genannt und ja, entsprechend mache ich das jetzt einfach mal einheitlich. Ja, also diese Stelle hier nennen wir x0 und entsprechend wird der Funktionswert dann eben f von x0 sein. Ja, also der zugehörige Funktionswert wäre dann hier jetzt eben f von x0. Ja. Und wenn wir jetzt die Steigung dieser Sekante hier bestimmen wollen, dann machen wir das im Prinzip genauso wie vorher, nämlich wir zeichnen wieder hier ein Steigungsdreieck ein und bestimmen dann somit eben die Steigung. Ja, die Steigung, weil das Verhältnis eben von dieser Strecke zu dieser Strecke. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal ganz formal. Ja, das hier unten, diese Strecke, wenn Sie sich erinnern, das war ja Delta X. Ne? Und wenn wir jetzt diese Stelle hier noch einzeichnen wollen,
Die brauchen wir nämlich auch. Ja, also die Stelle hier von diesem Punkt hier unten. Dann ist es mal formal folgendes, nämlich x0 plus Delta x. Ja, wir sind hier bei x0 und wenn wir dann das Delta x hier, also diese Strecke noch dazu rechnen, dann lautet diese Stelle eben x0 plus Delta x. Ja, und entsprechend lautet der Funktionswert hier oben dann von dem Punkt eben f von x0 plus Delta x. Ja, also das wäre jetzt f von x0 plus Delta x. Ja. Jetzt fehlt uns noch diese Strecke hier. Ja, die Steigung der Sekante, also Steigung dieser Gerade, ist ja das Verhältnis von dieser Strecke zu dieser Strecke. Ja. Und diese Strecke lautet jetzt formal wie folgt, nämlich f von x0 plus Delta x minus f von x0. Ja. Warum ist das so? Ganz einfach. Hier oben haben wir ja den Funktionswert f von x0 plus Delta x. Ja. Und wenn wir jetzt diese Strecke rauskriegen wollen, also von hier nach da, dann haben wir zunächst mal f von x0 plus Delta x und ziehen dann davon eben nochmal f von x0, also diese Strecke ab. Und was übrig bleibt, ist eben das hier. Ja? Und dementsprechend ist diese Strecke hier halt dann f von x0 plus Delta x minus f von x0. Ja? Und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Ja, nämlich, wir wissen ja, die Steigung ist jetzt ja das Verhältnis von dieser Strecke zu dieser Strecke. Ja, entsprechend, also formal, wäre dann die Steigung der Sekante, also die Steigung der Sekante, schreibe ich jetzt mal, beträgt jetzt eben diese Strecke geteilt durch diese Strecke. Ja, also f von x0 plus Delta x minus f von x0. Ja, also das ist ja dann diese Strecke und jetzt geteilt durch diese Strecke, also geteilt durch Delta x. Ja, so wäre die Steigung der Sekante eben zu bestimmen. Ja, das ist aber jetzt eigentlich nicht das, was uns hier vorrangig interessiert. Weil wir hatten jetzt hier eine Funktion, ja, die Funktion f. Und was uns eigentlich interessiert ist, wie groß die Steigung der Funktion f hier ist. Ja, also die Steigung dieser Kurve. Ja. Und das Erste, was wir mal dazu uns überlegen müssen, ist ja, dass diese Kurve hier ja an jeder Stelle eine andere Steigung hat. Ja, also wenn Sie mal hier unten die Stelle nehmen, dann sehen Sie ja, dass die Steigung hier geringer ist, wie beispielsweise hier oben. Ja, das heißt, eine Kurve, die weist an jedem Punkt hier in unserem Beispiel eine andere Steigung auf. Und die Frage 2 ist entsprechend, also es wird dann die Preisfrage sein sozusagen, ja, wie groß ist die Steigung dieser Funktion hier in einem bestimmten Punkt, also beispielsweise im Punkt x0. Ja. Also Frage 2, das können wir jetzt auch gleich notieren. Also die eigentliche Frage, wie groß ist die Steigung der Funktion f an der Stelle x0? Ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz vorab, wie man das jetzt macht. Ja. Die Steigung der Sekante war ja eben dieses Verhältnis durch dieses Verhältnis. Ja, also das hier. Und wenn wir jetzt die Steigung hier in diesem Punkt wollen, von der Funktion, dann machen wir Folgendes. Nämlich, wir lassen hier das Delta x, das lassen wir gegen 0 gehen hier. Ja, das heißt, dieser Punkt hier wandert so weit hier rüber zu x0, bis diese Strecke Delta x gegen 0 geht. Ja, und wenn wir das haben, dann zeichnen wir wieder diese Kante ein. Ja, verbinden die beiden Punkte quasi dann wieder durch eine Gerade. Und wenn jetzt dieses Delta x0 allerdings gegen 0 geht und wir dann diese Kante da einzeichnen, dann heißt diese Kante nicht mehr Sekante, sondern eben Tangente. Ja, das heißt, was wir machen ist, wir lassen diesen Punkt hier so weit hier rüber wandern, dass Delta x hier gegen 0 geht und dann zeichnen wir die Tangente ein, also die Tangente
an diesem Punkt sieht dann ungefähr so aus. Ja, also das ist hier die Tangente. Ja, und die Steigung der Tangente gibt dann in dem Fall die Steigung dieser Funktion f in diesem Punkt x0 hier an. Ja, und die Frage ist jetzt eben, wie groß ist die Steigung der Tangente der Funktion f an der Stelle x0? Also wie groß ist die Steigung der Tangente der Funktion f an der Stelle x0? Ja, und ich hatte es Ihnen ja schon gesagt, was man macht. Ja? Nämlich man lässt dieses Delta x gegen 0 gehen und berechnet dann wieder das Verhältnis hier. Das Verhältnis von dieser Strecke zu dieser Strecke. Ja, das heißt, die Steigung der Tangente, ja, also um die Antwort gleich jetzt mal zu präsentieren, ja, die Steigung der Tangente an der Stelle x0 beträgt jetzt folgendes, nämlich das hier, dieses Verhältnis, unter der Voraussetzung, dass dieses Delta x jetzt eben gegen 0 geht. Ja, das heißt, die Steigung der Tangente an der Stelle x0 beträgt zunächst mal jetzt eben Limes und jetzt Delta x geht gegen 0 und jetzt das Verhältnis hier. Ja, also Limes Delta x geht gegen 0 und dann wieder im Zähler f von x0 plus Delta x minus f von x0 und dann geteilt durch Delta x. Ja. Also so, oh, ich habe es jetzt vergessen hochzuschieben. Also das wäre dann die Steigung der Tangente. Ja, und das ist genau das, was man für die Differentialrechnung im Bereich der Ableitung eben braucht. Diesen Ausdruck kann man auch anders schreiben, nämlich das kann man auch wie folgt schreiben, nämlich als df und jetzt von x0 durch dx oder auch einfach f' von x0. Ja, das ist alles dasselbe. Ja. So, ich rahme das jetzt mal ein. Und das ist im Prinzip das, was bei den Ableitungen gemacht wird. Ja, ich schreibe hier noch einen kurzen Satz dazu. Und zwar, ich muss jetzt umblättern. Und zwar dieses f' von x0. Das heißt, also f' von x0 heißt Differentialquotient beziehungsweise Ableitung der Funktion f an der Stelle x0. Ja, und vielleicht nochmal allgemein, ja, also allgemein noch ein Satz dazu. Und zwar die Ableitung jetzt mal ganz allgemein, nämlich f' von x ist gleich jetzt eben Limes Delta x geht gegen 0. Jetzt wieder dieses Verhältnis, eben diese Steigung. Ja, also f' von x ist gleich, und jetzt hier im f von x plus Delta x minus f von x durch Delta x. Ja, also die Ableitung gibt die Steigung der Tangente der Funktion f von x an der Stelle x an. Ja, also die Ableitung hier
gibt die Steigung der Tangente der Funktion f an der Stelle x an. Hierzu einmal ein Beispiel. Ja, und zwar nehmen wir mal an, f von x ist gleich x². Ja, und gesucht ist jetzt die Steigung der Tangente, ja, also Steigung der Tangente, ja, also sozusagen die Ableitung, also Ableitung an der Stelle x. Ja? Gut, was müssen wir machen? Wir müssen Folgendes machen. Nämlich, wir müssen jetzt genau das hier berechnen. Ja, also den Limes. Und Delta x geht jetzt, wie gesagt, gegen 0. Ich schreibe jetzt die Formel dann nochmal auf. Wir können die hier oben auch mal einrahmen, dass Sie das vielleicht nochmal ein bisschen übersichtlicher haben, weil das ist wichtig. Ja, also was wir jetzt rechnen ist Limes und Delta x geht gegen 0 und dann eben f von x plus Delta x minus f von x geteilt durch Delta x. Ja, und das ist gleich Limes, Delta x soll jetzt gegen 0 gehen und na gut, wir haben jetzt hier die Funktion f von x ist gleich x². Ja. Und wenn jetzt hier steht, für den ersten Ausdruck hier, f von x plus Delta x, ja, dann steht hier zunächst mal x plus Delta x zum Quadrat. Ja, wenn f von x x² ist, dann ist in dem Fall f von x plus Delta x x plus Delta x Quadrat. Ja, also das wäre dann eingesetzt. Minus, und jetzt rechnet man hier minus f von x. Ja, und f von x ist ja x Quadrat, also minus x Quadrat. Und dann geteilt durch Delta x. Ja, das wäre so mal das Erste. Und wenn wir weiterrechnen, ja, wieder den Limes, Delta x gegen 0, dann sehen wir ja, dass hier das eine binomische Formel ist. Ja, also das wäre jetzt hier mal a und das wäre hier mal b, wenn Sie sich erinnern. Ja, und a plus b zum Quadrat ist ja dasselbe wie a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Das heißt, wenn wir diese binomische Formel hier auflösen, dann kommt hier Folgendes raus, nämlich x ist ja jetzt a, ja, und die Auflösung wird eben sein a² plus 2ab plus b². Ja, also kommt für a² dann zunächst mal hier x² rein plus und jetzt 2 mal a mal b, also 2 mal x mal Delta x, 2 mal x mal Delta x plus b². Ja, wenn jetzt b Delta x ist, dann ist b² Delta x zum Quadrat. Ja, und da nochmal eben minus x² steht hier hinten noch. Ja, und im Nenner steht dann Delta x. Ja, das wäre jetzt zu tun. Ja, gut, hier haben wir jetzt x² stehen, hier hinten minus x², das heißt, das können wir ja gleich mal rausschmeißen. Und wenn wir das machen, dann haben wir den Limes, eben Delta x soll gegen 0 gehen. Ja, das beides löst sich auf, das heißt, wir haben dann stehen 2 mal x mal Delta x plus Delta x Quadrat. Das haben wir im Nenner, im Zähler und Delta x im Nenner. Gut.
Jetzt haben wir hier ein Delta X drin, hier haben wir es drin, hier unten haben wir es drin. Das heißt, das würde sich jetzt anbieten zum Ausklammern. Und genau das machen wir im nächsten Schritt. Ja, also wir klammern das Delta X aus. Das heißt, hier haben wir Limes, Delta X geht gegen 0. Und jetzt Delta X, wie gesagt, ausgeklammert, ergibt dann im Zähler, also Delta X ausgeklammert, ja, ergibt dann zunächst mal 2 mal x mal Delta X, das heißt 2 mal x bleibt stehen. Und dann plus, hier haben wir Delta X Quadrat, das heißt, wenn wir Delta X ausklammern, bleibt hier Delta X stehen. Ja, und im Nenner eben auch nochmal Delta X. Ja. Gut, das können wir jetzt hier rauskürzen durch das Ausklammern, das war ja unser Ziel. Und wenn wir das machen, dann steht hier zu guter Letzt Limes. Und zwar geht Delta X wieder gegen 0. Und da haben wir jetzt hier stehen 2x plus Delta X. Ja, und Delta X soll jetzt hier gegen 0 gehen. Ja, das heißt, dieser Ausdruck wird zu 0. Ja, und was dann stehen bleibt letztendlich, wäre 2x. Ja, wenn Delta X gegen 0 geht. Ja, dann steht hier 2x plus 0 und die 0 kann ich in dem Fall weglassen. Das heißt, 2x bleibt hier unten stehen. Ja, also was daraus folgt, f' von x ist gleich 2x. Ja, das bedeutet, die Ableitung der Funktion f von x ist gleich x² ist 2x. Ja, das ist die Ableitung. Ja. Und was das jetzt für unsere Funktion bedeutet, möchte ich auch gleich nochmal sagen. Nämlich, also unsere Funktion, die war ja f von x gleich x Quadrat. Und die Ableitung, die haben wir ja jetzt eben berechnet. F' von x, das war ja 2x. Und jetzt mache ich mir die Mühe und zeichne die Funktion nochmal ein. Also nur skizzenhaft, damit Sie nochmal sehen, was mit Ableitungen nämlich gemacht wird. Ja. X², das kennen Sie aus dem Brückenkurs, das war ja die Normalparabel. Hier haben wir x, hier haben wir f von x. Und ja, so ungefähr, ne? Passt, skizzenhaft passt's. Und wir hatten ja definiert vorhin eben die Ableitung, gibt die Steigung der Tangente der Funktion an der Stelle x an. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt wissen will, wie hoch ist die Steigung oder welchen Wert hat die Steigung der Funktion an der Stelle x gleich 1 hier beispielsweise, dann setze ich entsprechend für x gleich 1 in diese Ableitung ein. Ja. Das bedeutet, f' von 1 wäre dann in dem Fall hier 2 mal 1 und das ist gleich 2. Das bedeutet, an der Stelle x gleich 1 weist diese Funktion eine Steigung von 2 auf, ja, beziehungsweise die Steigung der Tangente. Wenn ich hier an der Stelle x gleich 1 eine Tangente hinzeichne, dann hat die Tangente eben die Steigung 2. Ja. Und wenn ich jetzt wissen will beispielsweise, wie groß ist die Steigung denn, wenn ich mal hier den Wert 4 nehme, wie groß ist die Steigung hier, ja, an diesem Punkt, ja, dann setze ich ganz einfach 4 in die Ableitung ein. Ja, das wäre dann f' von 4 und das ist dann gleich, also f' von x war ja 2x, wenn ich da jetzt 4 einsetze, wäre f' von 4 gleich 2 mal 4 und das wäre 8. Ja, das bedeutet, an der Stelle x gleich 4 hat diese Funktion hier eine Steigung von 8, ja, also, oder beziehungsweise die Steigung der Tangente. Ich dann Tangente nochmal einzeichne hier, ist jetzt nicht schön geworden, aber das soll dann eben eine Steigung von 8 sein. Ja. Und genau das macht man eben mit den Ableitungen. Vielleicht schreibe ich das jetzt auch nochmal dazu, ne, also in Klammer hier, die Steigung der Funktion f von x gleich x Quadrat an der Stelle x gleich 1 ist
2 in dem Fall. Ja? Also die Steigung der Funktion f von x gleich x Quadrat an der Stelle x gleich 1, also an dieser Stelle hier, hat die Funktion die Steigung 2. Ja, und äquivalent da unten wäre dann zu sagen, die Steigung der Funktion f von x gleich x Quadrat an der Stelle x gleich 4 ist 8. Ja, also die Steigung an der Stelle x gleich 4 von dieser Funktion ist dann 8. Wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, ob Sie das ganze Zeug, was wir ja gerade eben gemacht haben, jetzt auswendig lernen sollen, dann lautet meine Antwort ganz klar, nein. Ja, also diese ganzen Schritte, die wir hier gerade eben gemacht haben, das brauchen Sie nicht immer machen. Ja, und das brauchen Sie jetzt auch nicht unbedingt auswendig lernen, weil es gibt durchaus noch einfachere Methoden, wie man eben von hier, von der Funktion nach hier unten zu ihrer Ableitung kommt. Ja, und das werden wir jetzt im Folgenden besprechen. Ja, also das nächste Thema wird jetzt sein Ableitungsregeln. Ableitungsregeln. Und das sind, wie gesagt, ein paar Regeln, wo man eben schneller von hier oben nach da unten zur Ableitung kommt. Ja, also Sie müssen nicht das ganze Ding immer ausführlich machen. Das brauchen Sie nicht. Aber diese Ableitungsregeln, das sage ich gleich schon vorweg, die jetzt kommen werden, die sollten Sie drauf haben. Wir fangen an mit der ersten Ableitungsregel. Das wird jetzt die sogenannte Konstantenregel sein. Ja, also Punkt 1 wäre Konstantenregel. Und die lautet wie folgt, nämlich wir haben jetzt eine Funktion gegeben, f von x ist gleich c. C steht jetzt für irgendeine konstante Zahl, also c ist jetzt Element r sozusagen, Element der reellen Zahlen. Ja, und wenn die Funktion jetzt hier eine Konstante ist, dann ist die Ableitung dieser Funktion immer gleich 0. Ja, das wäre das Erste. Wir machen zu jeder Regel auch Beispiele. Und das erste Beispiel hierzu wäre, ja, zum Beispiel, nehmen wir mal f von x ist jetzt gleich 4. Ja, und die Ableitung entsprechend wäre dann f' von x ist gleich 0. Ja. Wenn Sie mal sich anschauen, warum das so sein muss, dann können wir hierzu nochmal ein kleines Koordinatensystem zeichnen, dann wird es Ihnen, denke ich, gleich klar. Ja, wenn Sie sich jetzt mal anschauen, was das überhaupt für eine Funktion ist, ja, f von x gleich 4. F von x gleich 4 bedeutet ja Folgendes. Ja, wir haben hier auf der y-Achse die 4, den Wert 4. Und f von x gleich 4 ist jetzt hier so eine waagerechte zur x-Achse. Ja, so eine Parallele zur x-Achse. Das wäre hier f von x gleich 4. Ja, das bedeutet, an jeder Stelle x nimmt die Funktion den Wert 4 an. Ja, und die Ableitung hiervon ist jetzt 0. Ja, warum? Ganz einfach, weil die Ableitung ist per Definition oder gibt per Definition die Steigung der Tangente an der Stelle x an. Ja, und wenn Sie jetzt hier eine Tangente zeichnen an diese Funktion, dann hat diese Tangente immer die Steigung 0. Ja, weil die Funktion, die steigt ja auch nicht. Die Funktion hat immer den Wert 4, egal wo Sie hier lang wandern. Und dementsprechend hat die Tangente natürlich auch an jeder Stelle x, egal wo Sie hingehen, die Steigung 0. Ja. Vielleicht noch ein paar weitere Beispiele. Zum Beispiel eben, wenn Sie haben f von x gleich minus 5. Das wäre dann auch hier wieder so eine waagrechte, allerdings hier unten irgendwo bei minus 5 eben. Ja. Und wenn Sie jetzt die Funktion haben, f von x gleich minus 5, dann ist die Ableitung entsprechend f' von x auch wieder 0. Ja. Oder Sie haben jetzt hier f von x gleich ln 2. Ja, ln 2 ist ja irgendeine Zahl, irgendeine reelle Zahl, wenn Sie das im Taschenrechner eintippen. Und dementsprechend wäre die Ableitung
dann hier eben auch wieder gleich 0. Ja, oder f von x ist jetzt hier beispielsweise Wurzel 5. Das ist ja auch irgendeine konstante Zahl. Ja, und entsprechend wäre die Ableitung hier auch wieder f' von x gleich 0. So, die zweite Regel, die jetzt kommt, da geht es um die Ableitung einer Potenzfunktion. Also Ableitung einer Potenzfunktion. Und wir formulieren mal die allgemeine Regel zunächst mal und dann machen wir dazu einige Beispiele. Ja, also f von x ist jetzt irgendeine Potenz, nämlich x und dann hoch n. Ja, also n ist jetzt hier der Exponent und n ist jetzt wieder Element der reellen Zahlen. Und die Ableitung von so einer Potenz, von so einer Potenzfunktion f' von x, die lautet dann wie folgt, nämlich n mal x hoch n minus 1. Ja, ich rahme das ein. Also die Sachen, die ich jetzt hier einrahme, diese ganzen Regelchen, die sollten Sie, wie gesagt, sich ins Gedächtnis immer wieder rufen, bis Sie das auswendig können. Als Beispiel haben wir jetzt hier mal gegeben, f von x ist gleich x², das hatten wir ja vorhin schon. Ja, und anhand dieser Regel jetzt lautet dann f' von x wie folgt, nämlich n ist ja jetzt hier 2, ja, also x hoch 2, n wäre jetzt hier 2. Und die Ableitung ist dann eben n mal x hoch n minus 1. Ja, wenn jetzt n 2 ist, dann lautet die Ableitung 2 mal und dann x und jetzt hoch n minus 1, also hoch 2 minus 1. Ja, und wenn wir das wieder vereinfachen, dann können wir das ja wie folgt schreiben, nämlich das ist ja gleich 2 mal x und jetzt hoch 2 minus 1, es gibt ja 2 mal x hoch 1 dann. Und ja, die 1 können wir uns eigentlich auch sparen und raus kommt dann eben 2 mal x. Ja, also genau das Ergebnis, zu dem wir auch vorhin gekommen sind durch die ausführliche Methode. Ja, und so kann man das eben, wie gesagt, viel einfacher machen und viel schneller. Ja, wir machen jetzt hier noch ein paar weitere Beispiele. Ja, nämlich nehmen wir mal jetzt f von x ist gleich x hoch 4. Ja, n wäre dann in dem Fall halt 4. Ja, und die Ableitung dieser Funktion, nämlich f' von x, lautet dann zunächst mal wieder n mal, also 4 mal, und dann x hoch und jetzt n minus 1. Ja, wenn n jetzt 4 ist, steht hier dann 4 mal x hoch 4 minus 1. Ja, und das ist ja dann gleich 4x hoch 3. Ja, oder vielleicht auch nochmal, um sich das klar zu machen, nehmen wir mal f von x ist gleich x. Ja, und da wird dann rauskommen für f' von x, das wird dann 1 sein. Ja, warum ist das jetzt 1? Das ist deswegen der Fall, nämlich weil f von x gleich x ist ja dasselbe wie wenn ich schreibe f von x ist gleich x hoch 1. Ja, und wenn ich hier jetzt die Regel hier anwende, dann kommt für f' von x ja folgendes raus. Das ist dann ja zunächst mal eben n runtergezogen, also 1 mal x und dann hoch n minus 1, also hoch 1 minus 1. Und das ergibt dann ja 1 mal x hoch und jetzt 0, weil 1 minus 1 hier oben gibt ja 0. Ja, und irgendwas hoch 0, das wissen wir ja auch, das gibt ja in dem Fall 1. Ja, das heißt, hier steht dann 1 mal 1 und das ist natürlich dann gleich 1. Ja, also das auch nochmal eben ein bisschen ausführlicher, dass Sie das auch nochmal sehen, warum. Ja, warum die Ableitung von f von x gleich x dann 1 ergibt. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Nächstes Beispiel. F von x ist jetzt gleich zum Beispiel 1 geteilt durch x hoch 3.
Ja, gut, jetzt wissen wir erstmal nicht, was wir damit anfangen sollen. Ja, aber wenn Sie sich an die Potenzgesetze zurückerinnern, dann ist ja 1 geteilt durch x hoch 3 genau dasselbe wie 1 mal x hoch minus 3. Ja? Und wenn ich die 1 weglasse, dann steht hier dann nur noch x hoch minus 3. Ja? Und jetzt kann ich die Regel hier oben schon wieder anwenden. Nämlich jetzt wäre nämlich n minus 3. Ja? Also der Exponent hier oben, also n wäre jetzt minus 3. Und die Regel angewendet ergibt dann folgendes, nämlich f' von x ist gleich, und jetzt eben, wie gesagt, hier n mal und dann x. Also wenn jetzt n minus 3 ist, dann steht hier minus 3 mal x und dann x hoch n minus 1. Ja, das heißt x hoch, und für n haben wir minus 3 und dann minus 1. Ja, und wenn wir das ausrechnen, dann, oder vereinfachen, zu rechnen gibt es da nicht viel, ja, dann steht hier minus 3 mal x und jetzt hoch minus 3 minus 1 gibt dann hoch minus 4. Ja. Oder wenn ich das nochmal ein bisschen umbauen will, dann kann ich hierfür auch schreiben, das ist dann 3 geteilt durch x hoch 4. Ja, also das geht auch. Minus natürlich. Minus 3 durch x hoch 4. Ja, also alles das geht. Also Sie sehen, die Potenzgesetze werden hier durchaus wieder relevant. Ja, und das sehen wir hier vielleicht beim nächsten Beispiel auch nochmal. Also da nehmen wir mal jetzt zum Beispiel eine Wurzel, ja, nämlich nehmen wir mal f von x ist gleich Wurzel x. Ja. Gut, wenn ich jetzt hier davor stehe, vor so einer Wurzel, und mir das hier oben angucke, hier die Gesetze, das ist das Gesetz, dann weiß ich auch erstmal nicht, was ich tun soll. Ja. Wenn ich aber weiß, dass die Wurzel aus x dasselbe ist, eben wenn ich jetzt das nochmal ausführlich hinschreibe, das ist ja dasselbe wie die zweite Wurzel aus x hoch 1. Ja, und wenn ich jetzt die Potenzgesetze drauf habe, dann weiß ich, dass das hier, dass ich das als Potenz schreiben kann, nämlich dass das hier dasselbe ist wie x hoch 1/2. Ja, und wenn ich das hier so stehen habe, dann habe ich ja wieder eine Potenz. Ja, eine Wurzel einfach in eine Potenz umgewandelt, und schon kann ich die Regel da oben dann anwenden. Ja, das bedeutet, f' von x wäre dann folgendes, nämlich n ist jetzt hier 1/2. Ja, die Ableitung ist ja n mal, also 1/2, und dann mal x hoch, und jetzt n minus 1. Ja, das heißt, x hoch 1/2 minus 1. Ja, und das ist dann ja gleich, wenn wir das jetzt wieder vereinfachen, 1/2 mal, und jetzt x hoch 1/2 minus 1, das gibt ja, also 1/2 minus 1, es gibt da minus 1/2, das heißt, hier steht dann 1/2 mal x hoch minus 1/2. Ja, oder wenn ich lustig bin, kann ich dafür natürlich auch wieder schreiben, das ist gleich 1/2 mal 1 durch x hoch 1/2, ja, wie man möchte. Oder das können wir auch wieder umformen, nämlich wenn wir das zu einem Bruch jetzt zusammenfassen, dann können wir dafür schreiben, das ist 1 durch 2 mal x hoch 1/2. Ja, und das können wir wieder umbauen, wenn wir da Bock drauf haben, nämlich zu 1 durch 2 mal, und jetzt statt x hoch 1/2 können wir wieder schreiben Wurzel x. Ja, also alles das geht. Ja, die Potenzgesetze zu kennen, lohnt sich in dem Fall. Ja, wir machen nochmal eine Wurzel, und ich glaube, dann passt es auch soweit. Also das müssen Sie üben. Ja, das kann ich Ihnen leider nicht abnehmen, das müssen Sie üben. Und das ist so ein bisschen wie, naja, wie Fahrradfahren. Wenn Sie das erste Mal das machen, dann brauchen Sie dafür vielleicht noch ein bisschen länger und vertun sich vielleicht auch mal. Aber wenn Sie das üben, dann können Sie das irgendwann eben wie im Schlaf. Ja, wie gesagt, wenn Sie zum 100. Mal Fahrrad fahren, irgendwann, dann klappt's. Ja, wenn Sie das eben auch oft genug machen, dann wären Sie da auch sicher. Ja, und das hier lohnt sich in jedem Fall zu lernen, meiner Meinung nach, weil das ist was, was wirklich eigentlich immer drankommt in der Klausur. Ja. Wir haben irgendeine Aussage gegeben,
ja, irgendeine Funktion gegeben und dann ist in der Antwortmöglichkeit steht dann beispielsweise, die Ableitung lautet so und so und so. Ja, da müssen Sie rausfinden, ob das tatsächlich die Ableitung ist oder nicht. Ja, also Sie müssen dann rausfinden, ob die Aussage wahr ist oder falsch ist. Ja, und Ableitung, das kommt, wie gesagt, eigentlich immer. Gut, noch eine Wurzel. Und zwar nehmen wir mal hier f von x ist gleich, sehen wir mal, die dritte Wurzel von x hoch 4. Ja, und auch das können wir jetzt wieder bewerkstelligen, wenn wir die Wurzel zunächst mal eine Potenz umwandeln. Nämlich, wenn wir das tun, die dritte Wurzel aus x hoch 4 als Potenz geschrieben ist dann x hoch 4 Drittel. Ja? Und f' von x ist dann dementsprechend folgendes, nämlich n ist jetzt hier 4 Drittel. Ja, und die Ableitung hiervon lautet ja zunächst mal n mal und dann x hoch, ja, also 4 Drittel mal x und jetzt hoch n minus 1, also 4 Drittel minus 1. Ja, und ja gut, das jetzt nochmal ein bisschen ausführlich gemacht. Das wäre dann im nächsten Schritt 4 Drittel mal x hoch und dann 4 Drittel minus 3 Drittel. Ja, weil 1 ist ja dasselbe wie 3 Drittel. Und ja, jetzt rechne ich den Exponent oben noch aus. Dann steht hier 4 Drittel mal x hoch und jetzt eben 4 Drittel minus 3 Drittel. Das gibt dann ja 1 Drittel und rauskommt dann insgesamt hier 4 Drittel x hoch 1 Drittel. Ja, beziehungsweise wenn ich jetzt auch nochmal das x hoch 1 Drittel als Wurzel umschreiben möchte, dann kann ich das natürlich auch tun. Dann steht hier 4 Drittel mal und jetzt Wurzel, die dritte Wurzel aus x. Ja, also für x hoch 1 Drittel kann ich jetzt hier natürlich auch nochmal die dritte Wurzel aus x hinschreiben. Ja, gut. So, dann kommen wir zu Punkt 3. Und da sind jetzt, werde ich Ihnen einige ausgewählte Funktionen mal hier noch aufführen und deren Ableitungen auch noch mal eben hinschreiben. Ja, also Punkt 3 wäre jetzt Ableitungen ausgewählter Funktionen. Ja, das heißt, es kommen jetzt hier so ein paar Sonderfälle, sage ich mal, die man eben auswendig wissen sollte. Ja, das erste, was jetzt hier kommt, ist folgende Funktion, nämlich f von x ist gleich e hoch x. Ja, also eine Exponentialfunktion. Ja, und die Ableitung hiervon, f' von x, das ist auch e hoch x. Ja, also Exponentialfunktion. Nochmal in Klammer dazu. Ja, also ich rahme das jetzt hier alles ein, dass sie dann, wie gesagt, das eingerahmte Zeug sich dann nochmal verstärkt, dass sie das verstärkt nochmal wiederholen. Ja, was jetzt hier auch noch gilt, ist folgendes, nämlich f von x ist jetzt ln x, also für die Logarithmusfunktion, da gilt folgendes, nämlich die Ableitung von ln x ist gleich 1 durch x. Ja, also Logarithmusfunktion. Gut, dann kümmern wir uns auch noch mal um die trigonometrischen Funktionen. Ja, also Sinus, Cosinus und so weiter. Ja. Und zwar, wenn jetzt die Funktion Sinus x ist, dann ist die Ableitung von Sinus x gleich Cosinus x. Ja, wenn die Funktion Cosinus x ist, dann ist die Ableitung von Cosinus x gleich minus Sinus x. Ja, wenn jetzt die Funktion
minus Sinus x ist, dann ist die Ableitung davon minus Cosinus x. Und wenn die Funktion minus Cosinus x ist, dann ist die Ableitung davon wieder Sinus x. Ja, das ist jetzt hier zu den trigonometrischen Funktionen mal festzuhalten. Ja, das müssen Sie einfach am besten auswendig lernen und dann, denke ich, geht das. Ja, Punkt 4 wäre dann die sogenannte Summenregel. Und zwar haben wir jetzt wieder eine Funktion f von x. Ja, die ist jetzt zusammengesetzt aus zwei Funktionen. Nämlich schreibe ich jetzt hier mal, f von x ist gleich u von x plus v von x. Ja, also eine Summe von zwei Funktionen. Ja, die Ableitung davon, nämlich f' von x, ist gleich u' von x plus v' von x. Ja, das bedeutet, die Ableitung einer Summe ist die Summe ihrer Ableitungen hier. Ja. Dazu machen wir jetzt auch gleich ein paar Beispiele. Das sehen Sie dann gleich. Das ist eigentlich relativ, auch noch relativ easy. Ja, also zum Beispiel nehmen wir mal Folgendes, nämlich f von x ist gleich x hoch 4 plus ln x. Ja. Das x hoch 4 wäre jetzt dann in dem Fall u von x und das ln x wäre v von x. Ja, die Ableitung von dieser Summe ist dann die Summe ihrer Ableitung. Ja, das heißt, wir gucken uns zunächst mal den ersten Summand an, x hoch 4. Die Ableitung von x hoch 4 ist ja 4x hoch 3. Wenn man das mit der Potenzregel eben dann ableitet. Ja, also die Ableitung von x hoch 4 ist zunächst mal 4x hoch 3. Das heißt, u' von x ist hier 4x hoch 3. Plus, jetzt brauchen wir noch die Ableitung hier von v von x, also von ln x. Und die Ableitung von ln x hier oben, da hatten wir es ja stehen, ist dann 1 durch x. Ja, das heißt, v' von x wäre dann 1 durch x. Und das wäre entsprechend dann die gesamte Ableitung hier von dieser Funktion, ja, also von dieser Summe. Ja, wir machen noch zwei weitere und ich denke, dann reicht das auch. Nämlich einmal haben wir hier jetzt f' von x ist gleich x hoch 6 plus x hoch 7. Ja, f' von x wäre dann zunächst mal x hoch 6 abgeleitet, das gibt ja 6x hoch 5 und dann plus, jetzt hier die zweite abgeleitet ist x hoch 7, ja, x hoch 7 abgeleitet gibt dann ja 7x hoch 6. Ja, so wäre das dann zu bewerkstelligen. Oder noch ein drittes Beispiel, nämlich f von x ist gleich, nehmen wir hier mal Sinus x plus e hoch x. Ja, wir wissen ja, die Ableitung von Sinus x zunächst mal, die ist ja dann Cosinus x. Ja, das heißt, wenn Sinus x hier jetzt u von x ist, dann ist u' von x dann eben Cosinus x. Ja, das heißt, wir haben hier Cosinus x zunächst mal plus und jetzt noch die Ableitung von e hoch x. Die Ableitung von e hoch x war ja auch e hoch x. Das heißt, hier unten hätten wir dann insgesamt als Ableitung Cosinus x plus e hoch x. Ja. So, die nächste Regel, Nummer 5, das wird jetzt folgende Regel sein, nämlich die sogenannte Faktorregel. Und ich schreibe die jetzt einfach mal wieder allgemein hin und dann machen wir wie gewohnt Beispiele dazu. Ja. Also allgemein ist die Regel wie folgt formuliert, nämlich f von x ist jetzt zunächst mal c mal und dann u von x.
Ja, und C ist jetzt irgendeine Zahl, ja, so ein Faktor. Der Faktor C ist jetzt irgendeine Zahl. Und zwar ist C Element der reellen Zahlen. Ja, und wenn ich jetzt sowas gegeben habe hier, dann ist f' von x folgendes, nämlich c mal und jetzt u' von x. Ja, das ist die Faktorregel. Gut, als Beispiel nehmen wir mal f von x ist gleich 3 mal x². Ja, das bedeutet jetzt hier in dem Fall, dass c jetzt hier 3 ist und u von x ist jetzt hier x². Na, ich schreibe das vielleicht mal hin. Also das ist hier c und x² wäre jetzt hier eben die Funktion u von x. Ja, und die Ableitung davon, f' von x, ist jetzt gleich c mal u' von x. Ja, das bedeutet, die Ableitung ist dann 3 mal und jetzt u' von x. Ja, wenn u von x jetzt x² ist, dann ist ja u' von x 2x. Ja, also die Ableitung hiervon ist 2x. Ja, das bedeutet, für die Ableitung hier kommt dann raus 3 mal und dann 2x. Ja, und das ist gleich, wenn wir das jetzt hier noch zusammenfassen, 6x. Ja, oder nächstes Beispiel, da können wir auch gerne mal einen Bruch nehmen, nämlich zum Beispiel 4 Drittel mal x hoch 3. Ja, die Ableitung von dieser Funktion ist dann wieder c mal, also 4 Drittel mal und jetzt u' von x, ja, hier oben. Ja, also u von x ist jetzt hier x hoch 3 und u' von x wäre dann 3x². Ja, das heißt, insgesamt kommt hier dann raus 4 Drittel mal 3x². Ja, und das ist ja dasselbe, wenn ich das noch zusammenfasse. Also 4 Drittel mal 3, das gibt ja 12 Drittel x². Und das ist dann ja 12 Drittel dann noch kürzen, da kommt dann raus 4x². Okay, drittes Beispiel. Da nehmen wir jetzt mal zum Beispiel 6 mal ln x. Ja, die Ableitung davon wäre dann folgendes, nämlich zunächst mal 6 mal und jetzt die Ableitung von ln x, das ist ja dann 1 durch x. Ja, und das wieder ein bisschen zusammengefasst ergibt dann letztendlich 6 durch x. Gut, ich würde sagen, dass wir jetzt noch zwei weitere Beispiele machen, und zwar da kombinieren wir jetzt die ganzen Regeln, die wir bisher hatten, mal so ein bisschen und schauen uns da mal folgendes Beispiel an. Also das erste Beispiel lautet jetzt wie folgt, also die Funktion ist jetzt hier 3x hoch 5, also 3x hoch 5 plus x² plus 6x plus 4. Ja, das ist ja hier jetzt, wenn man das mal im Gesamten betrachtet, eine Summe. Ja, also eine Summe mit 1, 2, 3, 4 Summanden. Ja, und die Summenregel besagt ja, die Ableitung einer Summe ist die Summe ihrer Ableitungen. Das heißt, ich bilde jetzt einfach die Ableitungen von den einzelnen Summanden hier. Ja, und wenn wir das machen, dann kommt für f' von x folgendes raus. Nämlich, wenn wir den ersten Summand hier betrachten, 3x hoch 5, das ist ja jetzt wieder hier eine Faktorregel, die wir gerade eben hatten, nämlich 3x hoch 5 abgeleitet, gibt zunächst mal 3 mal und dann x hoch 5 abgeleitet, gibt 5x hoch 4 und dann plus, jetzt haben wir hier als nächstes x², also der zweite Summand ist hier x². Die Ableitung von x² ist jetzt hier 2x und dann plus, hier haben wir jetzt 6x
als dritten Summand und die Ableitung von 6x, das ergibt ja 6, und dann plus den vierten Summand hier, das ist jetzt die 4, und die Konstantenregel besagt ja, die Ableitung einer Konstante ist 0, das heißt, die Ableitung von dieser 4 wäre dann 0. Ja, und wenn wir das jetzt noch ein bisschen verschönern, dann kommt hier Folgendes raus, nämlich 3 mal 5x hoch 4 ist dann 15x hoch 4 plus 2x plus 6. Und die 0, die können wir uns natürlich schenken, sodass das hier letztendlich das vereinfachte Ergebnis dann darstellt. Ja, noch ein zweites Beispiel hierzu. Also nochmal zu einer Kombination eben von den ganzen Regeln, die wir bisher hatten. Jetzt nehmen wir hier mal 3 Achtel x Quadrat plus Wurzel x plus ln 8 mal als Beispiel. Ja, und die Ableitung von dieser Funktion, also es ist jetzt hier wieder eine Summe, wie Sie sehen, mit 3 Summanden, also 1, 2 und 3 Summanden haben wir hier. Und entsprechend leiten wir jetzt wieder die 3 Summanden jetzt einfach nacheinander ab. Ja, das heißt, wir fangen jetzt an mit der Ableitung von 3 Achtel x Quadrat. Ja, die Ableitung von 3 Achtel x Quadrat, da steckt jetzt wieder eine Faktorregel drin. Und zwar ergibt das dann zunächst mal 3 Achtel mal, und jetzt x Quadrat abgeleitet, ist dann 2x plus die Ableitung von Wurzel x. Das schreibe ich jetzt nochmal dazu hier rechts als Erinnerung, also Wurzel x war ja dasselbe wie x hoch 1/2. Ja, also nochmal als Erinnerung, das brauchen Sie jetzt nicht unbedingt mitschreiben. Und x hoch 1/2 abgeleitet, das ergibt dann ja 1/2x hoch minus 1/2. Ja, das wäre jetzt die Ableitung von dem zweiten Summanden hier. Und dann letztendlich haben wir hier noch ln 8 stehen. Ln 8, das ist wieder eine Konstante. Also wenn Sie das in den Taschenrechner eingeben, da kommt eine konstante Zahl raus. Und die Ableitung einer Konstante ist ja, wie wir wissen, wieder 0. Das heißt, plus 0 wäre hier dann noch die Ableitung von dem dritten Summand hier oben. Ja? Gut, das können wir auch wieder ein bisschen zusammenfassen. Ja, nämlich 3 Achtel mal 2x, das gibt ja dann zunächst mal 6 Achtel x plus, und statt 1/2 x hoch minus 1/2 können wir ja auch schreiben 1/2 mal und jetzt 1 durch x hoch 1/2. Ja? Also x hoch minus 1/2 ist ja dasselbe wie 1 durch x hoch 1/2. Das heißt, das wäre jetzt hier dasselbe und die 0 können wir uns jetzt eigentlich schenken. Ja, wenn wir das nochmal vereinfachen hier, dann sehen wir zunächst mal 6 Achtel, das können wir noch kürzen, zu 3 Viertel. Also steht hier 3 Viertel x plus und dann 1 durch, also ich fasse jetzt die beiden Brüche hier mal zusammen und da kommt dann raus 1 durch 2 mal x hoch 1/2. Ja, und das hier wissen wir ja, das ist dasselbe wie Wurzel aus x, also x hoch 1/2 ist dasselbe wie Wurzel aus x, sodass wir hierfür dann nochmal schreiben können, das ist dann gleich 3 Viertel x plus 1 durch 2 mal Wurzel aus x. Ja, also so kann man das machen. Ja, also das wäre jetzt hier sozusagen das vereinfachte Endergebnis hier. Okay, dann kommen wir zu Punkt 6. Und Punkt 6 wird jetzt die sogenannte Produktregel sein. Ja, also 6 ist die Produktregel. Ja, und ich habe jetzt hier wieder eine Funktion zunächst mal, f von x. Und die Funktion besteht jetzt aus zwei Funktionen, die miteinander multipliziert werden. Ja, nämlich f von x ist jetzt u von x mal v von x. Ja, also zwei Funktionen miteinander multipliziert. Ja, und wenn wir sowas haben, also ein Produkt zweier Funktionen, dann ist die Ableitung die folgende, nämlich die Ableitung ist dann u' von x mal v von x und dann plus
u von x mal v' von x. Ja, das ist die Produktregel. So, das rahme ich dann wieder ein. Gut, Beispiele für eine Produktregel. Da können wir zum Beispiel mal nehmen, f von x ist jetzt gleich, nehmen wir mal x² mal ln x. Ja. Hier ist es jetzt so, dass das hier, dieses x², ist jetzt u von x und das ln x ist v von x. Ja, also was hier gemacht wird eben, ist, man multipliziert zwei Funktionen miteinander. Ja, also u von x mal v von x. Ja, und in dem Fall wäre eben u von x dann x² und dann mal eben v von x, das wäre dann ln x. Ja, also ich schreibe das hier vielleicht jetzt rechts nochmal hin. Also u von x ist in dem Fall x² und v von x ist gleich ln x. Ja, und wenn wir jetzt die Ableitung bilden wollen, dann brauchen wir hier jetzt ja auch noch u' von x und hier hinten braucht man noch v' von x. Ja, das schreibe ich jetzt auch nochmal hier rechts hin, was das ist. Ja, wenn jetzt u' von x, x Quadrat, wenn u von x hier x Quadrat ist, dann ist u' von x entsprechend 2x. Und wenn jetzt hier v von x gleich ln x ist, dann ist v' von x gleich 1 durch x. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip hier alles, was wir brauchen und können die Ableitung bilden, indem wir das dann eben, so wie die Produktregel das sagt, eben zusammensetzen. Ja, das heißt, f' von x wäre dann folgendes, nämlich zunächst mal haben wir hier u' von x stehen. Ja, und u' von x ist jetzt hier ja 2x. Das heißt, wir haben zunächst mal 2x und dann mal, das nächste wäre hier v von x. Ja, v von x ist ja ln x. Das heißt, 2x mal ln x. Und dann plus, als nächstes haben wir hier dann u von x. U von x ist hier x². Das heißt, hier wäre dann x² und dann mal v' von x, und v' von x ist jetzt hier ja 1 durch x, ja, also mal 1 durch x letztendlich. Ja? Gut, das kann man jetzt auch wieder ein bisschen vereinfachen, nämlich zu 2x mal ln x erstmal und dann plus, jetzt können wir das hier zu Einbruch zusammenfassen, nämlich x² mal 1 durch x ist ja dasselbe wie x² geteilt durch x. Ja, und auch das können wir nochmal ein bisschen vereinfachen, nämlich kommt dann folgendes raus, 2x mal ln x, das wäre der erste Summand, und dann plus jetzt x² geteilt durch x, das gibt ja letztendlich dann x. Ja, wenn man zwei Potenzen mit derselben Basis dividiert, werden die Exponenten subtrahiert. Ja, also hier unten statt x kann ich ja auch schreiben, das ist ja x hoch 1. Ja, wenn ich zwei Potenzen eben mit derselben Basis dividiere, dann werden die Exponenten subtrahiert. Ja, das heißt, übrig bleibt letztendlich dann hier x und das wäre das Endergebnis dann hier, beziehungsweise eben die Ableitung, die erste Ableitung dieser Funktion. Gut, dann nächstes Beispiel. Da nehmen wir jetzt mal ein bisschen was anderes, nämlich f von x ist jetzt gleich 4x hoch 3 mal e hoch x. Jetzt müssen wir zuerst mal wieder bestimmen, was ist u von x und was ist v von x. U von x wäre in dem Fall jetzt 4x hoch 3 und v von x wäre e hoch x. Ja, also u von x ist gleich 4x hoch 3 und v von x wäre dann e hoch x. Ja. Und jetzt brauchen wir noch u' von x und v' von x. Und dann haben wir ja im Prinzip wieder alles, was wir dann brauchen und können die Ableitung dann zusammenbasteln.
Ja. Gut, u von x ist jetzt hier 4x hoch 3, dann ist u' von x dann 12x². Und ja, v von x ist jetzt hier e hoch x. Ja, und die Ableitung von e hoch x ist ja auch e hoch x, das heißt v' wäre dann auch e hoch x. Ja. Gut, jetzt haben wir alles und jetzt basteln wir unsere Ableitung. Gut, also f' von x wäre dann ja zunächst mal wieder, ich schiebe es nochmal ein bisschen hoch, zunächst mal wäre das dann u' von x mal v von x, ja, das bedeutet dann 12x² mal e hoch x, 12x² mal e hoch x und dann plus u von x mal v' von x, ja, das bedeutet dann eben plus 4x hoch 3 mal e hoch x, ja, also plus 4x hoch 3 mal e hoch x, ja, das wäre die Ableitung. Ja, hier kann ich jetzt natürlich noch e ausklammern, das geht, ja, also das ist dasselbe, wie wenn ich jetzt e ausklammer, wenn ich e ausklammer, dann steht hier vor der Klammer natürlich e und in der Klammer steht zunächst mal dann 12x² und dann plus 4x hoch 3. Ja, und auch das kann ich jetzt nochmal vereinfachen. Also ich könnte jetzt hier beispielsweise, wenn ich wollte, auch noch x² ausklammern, weil ja sowohl hier als auch hier x² drin vorkommt. Ja, das heißt, wenn ich das mache, das kann ich jetzt auch nochmal machen. Zum Spaß, ja, wenn ich jetzt x² noch ausklammer, dann steht hier e hoch x mal x² und dann hier 12 bleibt stehen plus 4x bleibt hier stehen. Ja. Und ja, jetzt kann ich es noch weiter treiben, indem ich sage, ich klammer jetzt nochmal 4 aus beispielsweise, auch das geht. Wenn wir 4 noch ausklammern, dann steht hier 4 mal e hoch x mal x² und dann 12 durch 4 ist ja dann 3 plus x dann. Ja. Also so kann man es auch noch hinmachen. Ja. Und das ist auch wichtig, dass Sie das nochmal üben, weil teilweise haben Sie dann solche Ausdrücke eben in der Klausur stehen und Sie müssen dann rausfinden, ist das die Ableitung von dieser Funktion oder nicht? Ja, das heißt, Sie sollten, wenn Sie die Ableitung zunächst mal so berechnen mit der Produktregel, dann schon nochmal gucken, was kann man vielleicht ausklammern, was kann man vereinfachen und so weiter. Und ja, in dem Fall haben wir jetzt alles gemacht, was möglich ist. Und so wäre dann letztendlich das Endergebnis. Ja. Es kann sein, dass in der Klausur dann sowas dasteht direkt, ja. Aber es kann auch sein, dass sowas dasteht, ja, als Antwortmöglichkeiten. Da müssen Sie natürlich dann wissen, dass das hier oben dasselbe ist wie das hier unten. Ja, das ist das, was ich meine, dass Sie das eben nochmal üben mit dem Ausklammern, Ausmultiplizieren und so weiter. Gut, dann machen wir noch ein Beispiel zur Produktregel, bevor wir dann zum nächsten Punkt kommen. Und zwar haben wir hier jetzt nochmal eine Funktion, f von x ist gleich, nehmen wir jetzt hier mal x hoch 3 plus 2x, ja, und dann mal e hoch x. Ja, das hier ist auch eine Produktregel, nämlich das sind jetzt hier zwei Faktoren. Diese Klammer ist der erste Faktor und e hoch x ist der andere Faktor. Ja, das bedeutet, diese ganze Klammer hier, diese Funktion hier, wäre dann u von x und das hier wäre dann in dem Fall v von x. Ja, also u von x ist dann gleich x hoch 3 plus 2x und v von x wäre dann e hoch x. Ja, jetzt brauchen wir dann natürlich wieder u' von x noch und v' von x brauchen wir auch noch. Ja, gut, wenn u von x jetzt x hoch 3 plus 2x ist, dann ist u' von x 3x² plus 2 in dem Fall. Und wenn jetzt hier v von x e hoch x ist, dann ist v' von x auch e hoch x.
Ja, wissen Sie ja, die Ableitung von e hoch x ist auch e hoch x. Ja, gut. Und die Ableitung von f, von der Funktion f, die lautet dann wie folgt, nämlich zunächst mal haben wir ja wieder u' von x mal v von x. Ja, das heißt, wir haben jetzt zunächst mal u' von x, das ist 3x² plus 2. Und dann mal v von x, das ist ja e hoch x. Und dann plus, im nächsten Schritt haben wir dann u von x mal v Strich von x. Ja, das heißt zunächst mal u von x, das ist dann x hoch 3 plus 2x mal und jetzt v Strich von x. Ja, also wieder e hoch x. Ja, so könnte man das machen. Ja, und auch hier könnte man jetzt beispielsweise wieder e ausklammern. Ja, und wenn wir das machen, dann kommt hier Folgendes raus, nämlich e hoch x ausgeklammert ergibt dann 3x² plus 2 und dann plus x hoch 3 plus 2x. Ja, und wenn wir das noch ein bisschen aufräumen, dann kommt da raus, e hoch x ist, also e hoch x mal, und in der Regel wird das jetzt so gemacht, dass die höchste Potenz hier immer an erster Stelle kommt. Ja, das heißt, wenn wir das jetzt nochmal aufräumen hier, diesen Ausdruck hier oben, dann steht hier e hoch x und dann in der Klammer x hoch 3 plus 3x² plus 2x plus 2. Ja, das wäre dann sozusagen das Ergebnis. Ja. Noch ein Beispiel, vielleicht nochmal mit zwei trigonometrischen Funktionen. Und dann, denke ich, reicht das hier zu der Produktregel. Nämlich f von x soll jetzt sein Sinus x mal Cosinus x. Ja, das bedeutet, das ist hier jetzt wieder u von x und Cosinus x ist hier v von x. Ja, das bedeutet hier, wenn wir das nochmal hinschreiben, u von x ist gleich Sinus x und v von x ist gleich Cosinus x. Ja, gut, dann müssen wir noch u' bestimmen und v' bestimmen. Ja, u von x ist jetzt hier Sinus x und die Ableitung von Sinus x ist Cosinus x. Das heißt, u' von x wäre dann Cosinus x. Ja. Dann v von x hier. V von x ist Cosinus x. Und die Ableitung von Cosinus x ist ja minus Sinus x. Das bedeutet, v' von x wäre hier dann minus Sinus von x. Okay. Haben wir wieder alles, was wir brauchen. Und f' von x wäre dann wie folgt zu bestimmen, nämlich zunächst wieder u' von x mal v von x, ja, das bedeutet Cosinus x, ja, also u' ist ja Cosinus x und dann mal v von x, also mal Cosinus x und dann plus im nächsten Schritt jetzt hier nochmal u von x mal v' von x. Ja, das heißt Sinus x mal minus Sinus von x. Ja, das, so wäre die Ableitung. Das können wir jetzt auch wieder ein bisschen vereinfachen, nämlich können wir hierfür jetzt auch schreiben Cosinus x mal Cosinus x und dann Sinus x mal minus Sinus x, das können wir jetzt auch anders schreiben, nämlich wir schreiben jetzt hier minus Sinus x mal Sinus x. Ja, also quasi die beiden hier gerade vertauscht. Ja, das ist ja kommutativ hier, diese Multiplikation, das kennen Sie ja und von daher können wir das jetzt so machen. Ja, und wenn wir das nochmal vereinfachen, dann können wir als Ergebnis hinschreiben, nämlich Cosinus x mal Cosinus x ist dann Cosinus von x und das Ganze eben zum Quadrat, ja, und dann minus, und jetzt Sinus x mal Sinus x, das gibt ja Sinus x zum Quadrat, ja. Also so wäre dann
würde es denn dastehen, wenn man alles vereinfacht? So, dann kommen wir zu Punkt Nummer 7, also Regel Nummer 7. Das ist jetzt die Quotientenregel. So, und wir haben jetzt folgende Funktion wieder, nämlich f von x. Und die sieht jetzt wie folgt aus, nämlich die Funktion besteht jetzt wieder aus zwei Funktionen, nämlich u von x und jetzt geteilt durch v von x. Ja, also ein Quotient quasi aus zwei Funktionen. Ja, wenn wir sowas haben, dann ist f' von x, also die Ableitung davon, zunächst mal, ich schreibe jetzt hier mal einen Bruchstrich schon mal hin, ja, das ist dann u' von x mal v von x und dann minus u von x mal v' von x und das Ganze geteilt durch v von x zum Quadrat. Ja, das ist die Quotientenregel. Die braucht man jetzt nicht allzu häufig, aber das heißt nicht, dass Sie sich jetzt nicht, dass Sie sich nicht merken sollten. Also es kommt schon mal immer wieder vor, aber nicht allzu häufig, sage ich jetzt mal. Ja. Gut, wir machen gleich Beispiele hierzu. Nämlich, wenn Sie jetzt Folgendes gegeben haben: f von x ist gleich, nehmen wir jetzt hier mal 2x² minus 3x und dann das Ganze geteilt durch x² plus 1. Ja, also wenn Sie sowas gegeben haben zum Beispiel, dann brauchen Sie die Quotientenregel. Ja, in dem Fall, laut der Regel ist jetzt ja hier zunächst mal der Zähler eben u von x und der Nenner ist v von x. Ja, das heißt, dieser Zähler hier ist jetzt hier u von x und der Nenner des Bruchs ist v von x. Ja, ich schreibe das jetzt auch nochmal hin. Nämlich u von x wäre in dem Fall der Zähler, nämlich 2x² minus 3x. Ja, also 2x² minus 3x. Und der Nenner, also v von x, das hier wäre dann x² plus 1. Ja, und auch hier brauchen wir jetzt natürlich noch u' von x und v' von x, wie Sie hier oben ja sehen. Ja, und wenn wir das haben, dann können wir wieder die Ableitung im Prinzip zusammenbasteln anhand dieser Regel. Ja, also u von x ist jetzt hier 2x² minus 3x und dann ist u' von x entsprechend zunächst mal 4x und dann minus 3. Ja, und v' von x wäre dann x² plus 1 abgeleitet, das ergibt dann 2x. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip wieder alles, was wir brauchen und können die Ableitung f' von x zusammenbasteln. Ja, und f' von x wäre dann folgendes, nämlich, also ich schreibe jetzt hier noch schon mal einen etwas längeren Bruchstrich, ziehe ich jetzt hier schon mal hin. Ja, zunächst mal haben wir hier u' von x mal v von x. Ja. Also 4x minus 3 zunächst mal. Ja, in Klammer dann natürlich. Und dann mal v von x. V von x war ja x² plus 1. Also mal x² plus 1. Ja, und dann minus u von x mal v' von x. Ja, u von x war ja 2x² minus 3x, also steht hier dann minus 2x² minus 3x und dann mal am Ende hier noch v' von x. Und v' von x war ja hier 2x, also mal 2x. Gut. Und dann geteilt durch v von x zum Quadrat. Ja, v von x war ja x² plus 1 und v von x² ist dann entsprechend x² plus 1 eben ins Quadrat.
Ne? Gut. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir können das zum Beispiel jetzt mal alles ausmultiplizieren. Ja, und das machen wir jetzt mal und probieren, dass wir den Ausdruck hier, der ja relativ umfangreich ist, dass wir den noch irgendwie noch ein bisschen vereinfacht kriegen. Ja, das heißt, wir multiplizieren jetzt das mal aus. Und ich möchte es jetzt so machen, dass wir erstmal hier die beiden Klammern ausmultiplizieren und dann das hier ausmultiplizieren. Ja. Also die beiden Klammern ausmultipliziert ergibt ja Folgendes, nämlich zunächst mal haben wir hier 4x mal x Quadrat, das gibt ja 4x hoch 3 und dann 4x mal 1, das gibt dann eben plus 4x, dann minus 3 mal x Quadrat, das gibt minus 3x Quadrat und dann minus 3 mal 1, das gibt dann minus 3. Ja, also ich mache jetzt hier nochmal eine Klammer drum. Ja, also diese Klammer hier wäre das hier ausmultipliziert, diese beiden. Also diese beiden hier oben ausmultipliziert ergibt das. Ja, und das hier wird dann gerechnet minus dieses ganze Zeug, was da jetzt noch hinten steht. Ja, wenn wir das hier ausmultiplizieren, dann kommt da Folgendes raus, nämlich zunächst mal 2x² mal 2x. Das ergibt dann ja 4x hoch 3, also minus 4x hoch 3 und dann minus 3x mal 2x, das ergibt dann minus 6x Quadrat. Ja, also das kommt dann raus. Diese erste Klammer ist eben das hier, ja, und das Ganze dann minus das hier, ja, das hier ist ja das hier oben ausmultipliziert. Ja, und geteilt durch natürlich noch x² plus 1 zum Quadrat. Ja, gut. Der nächste Schritt, den wir jetzt hier unternehmen können, ist, dass wir hier die Klammern auflösen. Ich habe die Klammern jetzt bewusst nochmal gesetzt, dass sie da nicht durcheinander kommen, weil hier steht jetzt vor dieser zweiten Klammer ein Minus. Und wenn ein Minus vor der Klammer steht, und wir die dann auflösen, dann ändern sich die Vorzeichen eben in der Klammer. Ja. Das bedeutet, wenn wir die Klammern auflösen, ergibt sich dann Folgendes. Also die erste Klammer, die kann ich jetzt erstmal auflösen, ohne dass was passiert. Ja. Also es steht hier zunächst mal 4x hoch 3 plus 4x minus 3x Quadrat. Minus 3 und jetzt eben Minus, und jetzt löse ich diese Klammer auf, und wenn ein Minus jetzt hier vorsteht, ändern sich die Vorzeichen in dieser Klammer. Das heißt, hier steht dann Minus 4x hoch 3 plus 6x Quadrat. Ja, und das Ganze natürlich dann wieder geteilt durch x Quadrat plus 1 zum Quadrat. Gut, und jetzt kann ich hier ein bisschen aufräumen. Ja, wenn wir jetzt hier nämlich aufräumen, dann sehen wir hier zunächst mal 4x hoch 3 und hier hinten sehen wir minus 4x hoch 3. Ja, das heißt, diese beiden Dinger, die fallen schon mal weg hier. Ja, das saldiert sich zu 0. Ja, das heißt, wir haben hier dann noch stehen zunächst mal 4x, ja, und dann haben wir hier als nächstes minus 3x Quadrat und dann hier hinten haben wir nochmal plus 6x Quadrat. Minus 3x Quadrat plus 6x Quadrat, das gibt ja plus 3x Quadrat. Das heißt plus 3x Quadrat, ja, also das haben wir dann auch weg. Die 4x haben wir ja auch schon stehen und was übrig bleibt, ist noch minus 3. Ja, also das wäre jetzt das, was da übrig bleibt und geteilt durch natürlich wieder x² plus 1 zum Quadrat. Ja, und wenn wir das jetzt auch nochmal ein bisschen verschönern, ich hatte ihn ja vorhin schon erwähnt, dass in der Regel der Summand mit der höchsten Potenz eben als erstes dasteht. Und wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen verschönern, dann steht hier letztendlich 3x² plus 4x minus 3 und dann geteilt durch x² plus 1 zum Quadrat. Ja, also das wäre dann die Ableitung. Und zwar vereinfacht, soweit es geht.
Gut, ein weiteres Beispiel. Wir haben jetzt hier folgende Funktion gegeben, nämlich f von x ist gleich, im Zähler haben wir jetzt x minus 3 stehen und im Nenner x plus 3. Ja, das erste, was wir wieder machen, ist, wir bestimmen jetzt wieder, was ist u von x und was ist v von x. U von x war ja die Funktion im Zähler, ja, das bedeutet u von x wäre hier dann x minus 3 und v von x ist die Funktion hier unten im Nenner, das heißt v von x wäre dann x plus 3. Ja, gut, dann brauchen wir jetzt noch u' von x und v' von x. Gut, u von x abgeleitet, also x minus 3 abgeleitet, ergibt ja 1. Und v von x abgeleitet, also x plus 3 abgeleitet, ergibt in dem Fall jetzt hier auch 1. Gut, und jetzt können wir im Prinzip unsere Ableitung zusammenbauen. Ja, also f' war ja, also ich notiere das jetzt nochmal so am Rand hin, ja, f' war ja u' mal v minus u mal v' durch v Quadrat. Jetzt mal, wenn ich das x mal weglasse, dann kann man das so mal zum Merken hier gerade nochmal dazu schreiben. Ja, das bedeutet, f' von x ist jetzt hier zunächst mal eben u' mal v, also u' ist ja 1, das heißt einmal, und jetzt v, ja, v ist jetzt hier x plus 3, also einmal x plus 3, und dann minus u mal v', ja, u ist ja x minus 3, das heißt x minus 3 mal, und jetzt v' ist hier 1, mal 1. Und das Ganze geteilt durch v zum Quadrat. Ja, v ist jetzt x plus 3, das heißt v zum Quadrat ist dann x plus 3 zum Quadrat. Ja, gut, die Einsen kann ich mir jetzt hier wieder schenken. Das heißt, wenn ich das jetzt mal vereinfache und die Einsen weglasse, steht hier im Zähler x plus 3 und dann minus x minus 3 durch x plus 3 zum Quadrat. Ja, und auch hier können wir es jetzt noch weiter vereinfachen, indem wir die Klammern oben wieder auflösen. Und daraus ergibt sich dann Folgendes. Nämlich zunächst mal die erste Klammer aufgelöst, die können wir auflösen ohne weiteres. Dann steht hier x plus 3 und dann minus. Und jetzt die zweite Klammer wieder aufgelöst. Da ist wieder so, hier steht jetzt wieder ein Minus vor der Klammer und dementsprechend ändern sich die Vorzeichen dann in der Klammer wieder. Ja, das heißt, hier steht dann minus x und dann plus 3 und dann geteilt durch x plus 3 zum Quadrat. Ja, und das ist dann gleich Folgendes. Zunächst mal haben wir hier x und dann minus x, das saldiert sich zu 0, ja, und dann haben wir hier noch 3 plus 3, sodass hier übrig bleibt 6 durch x plus 3 zum Quadrat als Ableitung dann von dieser Funktion hier oben. So, also das wäre dann die Ableitung. So, nächstes Beispiel, da haben wir jetzt wieder eine Funktion, f von x ist jetzt hier gleich, im Zähler haben wir 4x hoch 3 plus 2 und im Nenner haben wir jetzt ln x, na, ich mache jetzt nochmal einen Strich drunter, dass man sieht, dass das ein neues Beispiel ist. Gut, wir bestimmen wieder u und v, beziehungsweise u' und v'. Und zwar u von x wäre jetzt hier wieder der Zähler, also 4x hoch 3 plus 2. Und v von x ist hier jetzt ln x. Und dann brauchen wir wieder eben u' von x und v' von x. Ja, also die Ableitung von u von x
Ableitung von 4x hoch 3 ist zunächst mal 12x Quadrat und dann plus 2 noch, die Ableitung von plus 2, das ist ja 0, das heißt, die Ableitung ist hier eben 12x Quadrat, also u' ist 12x Quadrat und die Ableitung von v von x, also die Ableitung von ln x, das wissen wir auch bereits, das ist dann 1 durch x. Gut, dann haben wir wieder alles und basteln die Ableitung. Ja, f' von x ist dann gleich, ich mache schon mal hier wieder einen Bruchstrich. Hier oben können wir es nochmal sehen. Wir fangen an jetzt hier oben im Zähler mit u' mal v. Ja, das bedeutet, u' ist hier jetzt 12x² und dann mal v, also v von x ist jetzt hier ln x, das heißt mal ln x und dann minus u mal v'. Ja, also minus zunächst mal hier 4x hoch 3 plus 2, ja, also 4x hoch 3 plus 2, und dann mal v', ja, also mal 1 durch x. Ja, und das Ganze geteilt durch v von x zum Quadrat, ja, also durch v Quadrat. Ja, v ist ja hier ln x, das heißt, das Ganze wird geteilt durch ln x zum Quadrat. Gut. Hier haben wir jetzt so ein bisschen das Problem, dass man nicht wirklich gut vereinfachen kann. Was man aber hier machen kann, ist Folgendes, nämlich man teilt diesen gesamten Bruch in zwei Brüche auf. Ja, also wir teilen jetzt quasi das hier mit dem hier in zwei Brüche. Ja, das heißt, der erste Bruch, wenn man das ein bisschen vereinfachen möchte, wäre dann der folgende, nämlich 12x² mal ln x und dann geteilt durch ln x zum Quadrat und dann minus das hier dann eben, also minus 4x hoch 3 plus 2 mal 1 durch x und das eben natürlich dann auch durch ln von x zum Quadrat. Ja, das kann man machen. Und hier kann man jetzt ein bisschen noch was vereinfachen. Nämlich man kann hier einmal mit ln x kürzen. Ja, das heißt, hier oben fällt es einmal weg und hier unten fällt es einmal weg. Ja. Und was wir hier machen können ist, statt 1 durch x im Zähler, können wir dann entsprechend auch x als Faktor im Nenner dann hinschreiben. Ja, sodass hier zunächst mal steht, wir fangen jetzt halt erstmal mit dem hier an, mit dem ersten hier. Ja, hier bleibt dann stehen 12x² geteilt durch ln x und dann minus, jetzt schreiben wir eben statt dem 1 durch x hier oben im Nenner, also statt mal 1 durch x, können wir auch eben das x unten als Faktor hinziehen, sodass im Nenner hier stehen bleibt 4x hoch 3 plus 2 geteilt durch x mal und dann ln x zum Quadrat. Ja, also so kann man das jetzt noch vereinfachen, aber es ist jetzt nicht wirklich schön, dieser Ausdruck. Ja, aber vielmehr sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was man hier noch vereinfachen könnte. Ja, also ich würde das mal so stehen lassen jetzt. So, ein letztes Beispiel jetzt noch zur Quotientenregel. Danach denke ich, reicht das. Und zwar haben wir jetzt hier nochmal gegeben, f von x ist gleich, jetzt kommt der Zähler, 6x hoch 3 minus 3x. Und das wird geteilt durch 2x plus 1. Gut, also u von x wäre dann entsprechend eben hier der Zähler wieder, nämlich 6x hoch 3 minus 3x und v von x wäre dann der Nenner hier wieder, nämlich 2x plus 1. Na, u' von x ist dann folgendes, nämlich 6x hoch 3 abgeleitet ergibt 18x² und dann minus
Dann 3x abgeleitet ergibt dann 3. Das heißt, u' von x wäre dann 18x² minus 3. Und v' von x ist dann das hier abgeleitet, nämlich 2x plus 1. Abgeleitet ergibt das dann 2. Ja. Das heißt, für f' von x kriegen wir dann Folgendes raus. Das wird jetzt ein bisschen längerer Bruchstrich hier. Und zwar schreibe ich jetzt die Quotientenregel gerade nochmal auf. Ja, also f' war ja u' mal v minus u mal v' geteilt durch v zum Quadrat. Dass wir das einfach nochmal vor Augen haben. Ja, das bedeutet, wenn wir jetzt hier oben im Zähler wieder anfangen, beginnen wir zunächst mal mit u' mal v. Ja, also u' wäre das erste, der erste Faktor. Und u' ist jetzt hier 18x² minus 3. Ja, das heißt, hier steht dann 18x² minus 3. Und das Ganze jetzt mal v. Ja, also mal 2x plus 1 hier. Ja, also mal 2x plus 1. Und dann eben minus u mal v'. Ja, u ist ja dann 6x hoch 3 minus 3x. Ja, also 6x hoch 3 minus 3x mal v'. Und v' ist jetzt hier 2, also das Ganze mal 2. Geteilt durch v zum Quadrat. Also v ist ja hier jetzt 2x plus 1. Das heißt, hier wird das geteilt dann durch 2x plus 1 zum Quadrat. Ja, das wäre jetzt zunächst mal die Ableitung, die unvereinfachte Ableitung. Ja, hier können wir jetzt wieder ausmultiplizieren hier, also das hier und auch das hier. Das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar kommt dann Folgendes raus. Also hier unten im Nenner steht dann natürlich wieder 2x plus 1 zum Quadrat, das kann man ja schon mal hinschreiben. Und für den Nenner, für den Zähler ergibt sich dann Folgendes. Nämlich zunächst mal haben wir hier 18x² mal 2x und das gibt dann 36x hoch 3. Und dann haben wir hier 18x² mal 1, also plus 18x². Und dann minus 3 mal 2x, das ergibt dann minus 6x. Und dann minus 3 mal 1 ergibt dann minus 3. Ja, also das wäre hier, ich setze das nochmal in Klammer, das hier in der Klammer wäre das hier ausmultipliziert. Ja, und das Ganze wird dann gerechnet minus das, was hier am Ende jetzt noch kommt. Ja, wenn wir das auch ausmultiplizieren, dann haben wir zunächst mal hier 6x hoch 3 mal 2 und das ergibt dann 12x hoch 3 und dann minus 3x mal 2 ergibt dann minus 6x. So wäre das dann ausmultipliziert. Und jetzt ja, lösen wir die Klammern wieder auf und im Nenner verändert sich da dann groß nichts, also da bleibt dann wieder 2x plus 1 zum Quadrat stehen und die erste Klammer hier können wir ja auch ohne weiteres auflösen, weil kein Minuszeichen hier davor steht. Ja, das heißt, die können wir auflösen, dann steht hier 36x hoch 3 plus 18x Quadrat, dann minus 6x minus 3. Und ja, und dann minus, und jetzt kommt die zweite Klammer hier, hier steht wieder ein Minuszeichen davor, das heißt, hier haben wir dann minus 12x hoch 3 und dann plus 6x. Gut, jetzt können wir da wieder aufräumen im Zähler. Im Nenner wird sich nichts ändern. Da kommt dann wieder 2x plus 1 zum Quadrat hin. Und hier schauen wir jetzt, was wir aufräumen können. Also wir können jetzt hier zunächst mal 36x hoch 3 minus 12x hoch 3 rechnen. Und das ergibt dann 24x hoch 3. Ja, das heißt, die beiden Dinger haben wir hier schon mal weg.
Und dann können wir hier, haben wir hier plus 18x². Ich schaue mal, ob es irgendwo noch was gibt mit x². Gibt es nichts. Also plus 18x², haben wir das auch weg. Und dann haben wir jetzt hier minus 6x und dann haben wir hier nochmal plus 6x. Also das saldiert sich dann wieder zu 0. Und am Ende hier noch die minus 3, also minus 3 bleibt stehen. Ja, das würde dann rauskommen. Ja, hier können wir jetzt beispielsweise auch nochmal ausklammern, nämlich die 3 könnten wir hier noch ausklammern. Und wenn wir das machen, dann würde hier stehen 3 mal. Und dann jetzt entsprechend statt 24x hoch 3 steht dann hier 8x hoch 3 plus und dann statt 18x² steht dann hier 6x² und dann minus 1. Ja, und geteilt, natürlich wieder geteilt durch 2x plus 1 zum Quadrat. Ja, also weiter könnte man das jetzt nicht vereinfachen. Ja, man kann das aber auch noch anders machen. Also ich schreibe jetzt hier vielleicht nochmal eine andere Vereinfachungsmethode dazu, also nochmal alternative Vereinfachung, nenne ich das jetzt mal. Weil das ist nämlich nicht die einzigste Möglichkeit. Ja, wir hatten ja rausbekommen für f' von x gleich, also das hier oben hatten wir ja rausbekommen. Ja, das schreibe ich jetzt hier einfach nochmal ab. Nämlich im Nenner unten hatten wir hier 2x plus 1 zum Quadrat. Und hier oben hatten wir 18x² minus 3. Mal jetzt 2x plus 1, dann minus 6x hoch 3 minus 3x und das Ganze mal 2. Was wir hier jetzt ja sehen, ist, dass hier 2x plus 1 vorkommt und hier unten auch. Ja, das heißt, wir können jetzt hier wieder diesen Bruch in zwei Brüche aufteilen, nämlich zunächst mal können wir den teilen in 18x² minus 3 mal 2x plus 1. Das wäre der erste Bruch geteilt durch 2x plus 1 zum Quadrat und dann minus, jetzt haben wir das hier noch, das wäre jetzt der zweite Bruch. Da steht jetzt 6x hoch 3 minus 3x mal 2 und dann auch wieder geteilt durch 2x plus 1 zum Quadrat. Ja, das könnten wir so machen. Ja, also einfach diesen Bruch aufgeteilt in zwei Brüche. Ja, und was wir hier jetzt sehen, ist, wir könnten hier kürzen, ja, nämlich hier einmal das einmal weg und hier das Quadrat weg. Und hätten dann folgendes raus unten, nämlich im Zähler würde dann stehen bleiben 18x² minus 3 und im Nenner 2x plus 1 minus, jetzt minus den zweiten Bruch eben wieder. Hier können wir jetzt beispielsweise das nochmal ausmultiplizieren. Ja, also dann können wir dann hier statt 6x hoch 3 können wir dann hier schreiben 12x hoch 3 und dann minus statt 3x können wir jetzt hier 6x schreiben, also das ausmultipliziert eben und dann wieder geteilt durch 2x plus 1 zum Quadrat. Also auch so könnte man es machen. Ja. Ja, das heißt, das hier wäre eine alternative Vereinfachung eben zu dem hier. Okay, Punkt Nummer 8, das ist jetzt die letzte Ableitungsregel sozusagen, verspreche ich Ihnen. Aber diese kommt jetzt hier noch, nämlich die sogenannte Kettenregel. Ja, also Punkt 8 wäre jetzt noch die Kettenregel.
Und die Kettenregel, da ist es so, die benutzt man dann, wenn Funktionen, also zwei Funktionen ineinander geschachtelt sind. Also wenn Sie sowas hier zum Beispiel haben, ja, wenn Sie jetzt haben, f von x ist gleich u von v von x. Ja. Das heißt, in die Funktion u wird nochmal eine Funktion v hier reingepackt. Ja, und die Funktion v von x hier, die bezeichnet man in dem Fall jetzt als sogenannte innere Funktion, also das ist die innere Funktion, ja, also v von x. Und die Funktion u hier, die bezeichnet man als äußere Funktion. Ja, also die äußere Funktion ist u von x. Ja, und die Besonderheit hier ist, wie gesagt, dass in diese äußere Funktion u eben nochmal die innere Funktion hier mit reingepackt ist, also ineinander geschachtelt. Und die Ableitung von diesem ganzen Teil hier, das schreiben wir jetzt auch gleich dazu. Ja, also f' von x wäre jetzt in dem Fall u' und jetzt nicht u' von x, sondern u' von v von x mal v' von x. Ja, das ist die Kettenregel. Gut, zur Vorgehensweise. Was macht man? Punkt 1 wäre, Sie leiten die äußere Funktion ab. Ja, Punkt 2 ist, Sie setzen die innere Funktion in die Ableitung der äußeren Funktion ein. Ja, also dann kriegen Sie das hier raus. Ja, Sie leiten die äußere Funktion ab, ist Punkt 1, dann haben Sie u'. Und in u' setzen Sie im zweiten Schritt die innere Funktion hier ein. Ja, dadurch bekommen Sie dann u' von v von x. Und das ganze Ding multiplizieren Sie dann nochmal mit der Ableitung der inneren Funktion, also v' von x. Ja, ich schreibe Ihnen das jetzt vielleicht mal auf. Also Vorgehensweise, Punkt 1 wäre, Sie leiten die äußere Funktion ab. Also äußere Funktion ableiten. Ja, Punkt 2 ist, Sie setzen die innere Funktion in die Ableitung der äußeren Funktion ein, also hier rein. Hier rein kommt die innere Funktion. Ja, das ist hier ja die Ableitung der äußeren Funktion, u', und hier rein wird die innere Funktion eingesetzt. Ja, also Punkt 2, innere Funktion in Ableitung der äußeren Funktion einsetzen. Ja, und das Dritte, was hier noch kommt, ist, dass Sie das Ding hier mit der Ableitung der inneren Funktion noch multiplizieren, also noch mal v' von x. Ja, also mit der Ableitung der inneren Funktion. Multiplizieren. Ja, das sind im Prinzip die drei Schritte. Ja, und wie gesagt, das sieht auf den ersten Blick jetzt etwas verwirrend und vielleicht etwas hässlich aus, aber mit der notwendigen Übung werden Sie auch das hinkriegen, ganz sicher. Und wie gewohnt mache ich jetzt auch noch einige Beispiele. So, das erste Beispiel, das wird folgendes sein. Nämlich haben wir hier gegeben, f von x ist gleich ln, und in der Klammer steht jetzt hier x² plus 1, also ln x² plus 1. Ja. Zunächst mal, was ist die innere Funktion? Die innere Funktion ist in dem Fall hier x² plus 1. Ja, das bedeutet, v von x
ist jetzt hier x² plus 1 und v' von x ist dann entsprechend diese Funktion abgeleitet, es ergibt dann 2x. Ja. Die äußere Funktion wäre hier in dem Fall jetzt ln von x. Ja. Also die äußere Funktion wäre ln x und die Ableitung davon wäre dann entsprechend eben 1 durch x. Ja. Gut, ich schreibe jetzt hier die Kettenregel nochmal auf, dass ich das nochmal auf der Seite habe. Also f von x ist gleich u von v von x und f' von x, das hatten wir ja bereits, das ist dann u' von v von x mal v' von x. Ja, das mache ich jetzt nochmal dazu, das brauchen Sie eigentlich nicht mehr abschreiben. Ich mache es nur hin, dass ich es hier jetzt kompakt alles zusammen habe. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier die innere Funktion v von x und wir haben die äußere Funktion, das ist ja ln x. Ja, der erste Schritt war ja, wir leiten die äußere Funktion ab. Ja, und die Ableitung der äußeren Funktion ist entsprechend dann hier 1 durch x. Ja, also ln x war die äußere Funktion und die Ableitung wäre dann eben 1 durch x. Ja, der zweite Schritt war der folgende, nämlich wir setzen jetzt die innere Funktion in die Ableitung der äußeren Funktion ein. Ja, also was wir jetzt hier machen, ist wir bestimmen jetzt u' von v von x. Ja, gut, und wenn jetzt hier u' von x 1 durch x ist, dann ist u' von v von x entsprechend 1 durch, und jetzt dieses ganze Zeug hier, ja, also 1 durch x² plus 1. Ja, das wäre jetzt quasi hier u' von v von x. Ja, und das brauchen wir hier bei der Ableitung. Ja, jetzt haben wir im Prinzip ja schon alles, was wir brauchen. Das bedeutet, f' von x in diesem Beispiel wäre zunächst mal jetzt hier eben u' von v von x. Ja, das heißt 1 durch x² plus 1, ja, und jetzt mal, jetzt kommt der letzte Schritt noch, eben mal v' von x, also mal die Ableitung der inneren Funktion. Ja, v' von x hatten wir ja schon, das war hier 2x, das heißt, dieses ganze Ding wird nochmal mit 2x multipliziert und das wäre dann sozusagen die Ableitung. Ja, wir können das auch anders nochmal schreiben, indem wir das 2x jetzt nach oben da in den Zähler ziehen, also das wäre dann 2x durch x² plus 1, ja, das wäre dann die Ableitung, berechnet mit der Kettenregel. So, im nächsten Beispiel, da machen wir nochmal dasselbe, also wir nehmen jetzt hier nochmal so eine Logarithmusfunktion, nämlich f von x ist gleich, dieses Mal nehmen wir jetzt ln von 3x² plus 4x. Ich schreibe die Kettenregel jetzt hier auch nochmal hin, wieder zur Übersicht eben, nämlich f von x war ja jetzt hier u von v von x und f' von x wird dann sein u' von v von x mal v' von x. Ja, das war die Kettenregel. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was wir hier dann rauskriegen werden. Ja, zunächst mal wieder die Frage, was ist die innere Funktion? Die innere Funktion wäre in diesem Fall eben das hier, was in der Klammer steht. Ja, also 3x² plus 4x. Ja, das bedeutet v von x ist gleich 3x² plus 4x. Und v' wäre dann entsprechend 6x plus 4. Ja, das wäre hier die innere Funktion und das hier die Ableitung der inneren Funktion. So, die äußere Funktion ist jetzt hier in dem Fall wieder ln x, ja, also u von x ist gleich ln x und u' von x ist dann entsprechend 1 durch x.
Ja, gut. Schritt 1 hatten wir hier ja gemacht. Das war wieder folgendes, nämlich wir bilden die Ableitung der äußeren Funktion. Ja, das war Schritt 1. Und Schritt 2 war dann, dass wir die innere Funktion in die Ableitung der äußeren Funktion einsetzen. Das heißt, wir setzen diese innere Funktion hier in die Ableitung der äußeren Funktion hier ein. Ja, und das ist dann ja wieder U' von V von x. Ja. Gut, wenn U' von x jetzt 1 durch x ist, dann ist U' von V von x entsprechend 1 durch dieses ganze Zeug hier eben, ja, also 1 durch V von x, ja, also 3x Quadrat plus 4x kommt dann hier wieder in den Nenner, ne? Gut, und da haben wir jetzt schon wieder alles, was wir brauchen, nämlich wir brauchen ja hier für die Ableitung f' brauchen wir hier u' von V von x mal v' von x, ja, und entsprechend wäre das dann folgendes, nämlich f' von x wäre dann zunächst mal das hier, also u' von v von x, und das ist ja dann 1 durch 3x² plus 4x. Und jetzt noch mal den dritten Schritt, mal die Ableitung der inneren Funktion. Ja, die Ableitung der inneren Funktion ist hier jetzt 6x plus 4, das heißt, das ganze Ding multiplizieren wir jetzt noch mit 6x plus 4. Ja. Oder beziehungsweise anders geschrieben, können wir es auch so formulieren, wenn wir diesen Faktor hier hoch in den Zähler ziehen, können wir auch schreiben 6x plus 4 durch 3x² plus 4x. Wäre dann die Ableitung von dieser Funktion hier oben. So, im nächsten Beispiel, da nehmen wir jetzt mal eine Exponentialfunktion. Und zwar f von x ist jetzt gleich e hoch x hoch 4 plus 5x. Und wir wollen wieder die Ableitung. Ja, die Kettenregel schreibe ich nochmal auf. Wie gewohnt, nämlich f' von x ist jetzt hier, wie gesagt, u von v von x, und f' von x wäre dann u' von v von x mal v' von x. Ja, wir fangen wieder an mit der inneren Funktion. Und zwar ist die innere Funktion hier jetzt dieser Exponent, ja, nämlich x hoch 4 plus 5x. Ja, also v von x ist hier x hoch 4 plus 5x. Ja, und entsprechend dann v' von x, das wäre dann 4x hoch 3 plus 5. Ja, also v von x hier ist die innere Funktion und das hier wieder die Ableitung der inneren Funktion. Gut, und die äußere Funktion, also u von x, wäre in dem Fall e hoch x. Ja, das wäre hier die äußere Funktion. Und die Ableitung der äußeren Funktion ist dann entsprechend auch e hoch x, das wissen wir ja. Also die Ableitung von e hoch x ist auch e hoch x. Ja, gut, also Schritt 1 wieder, wir leiten die äußere Funktion ab, ne, das haben wir hier gemacht, u' von x ist gleich e hoch x. Dann Schritt 2, da passiert wieder Folgendes, nämlich in Schritt 2 setzen wir jetzt wieder die innere Funktion in die Ableitung der äußeren Funktion ein. Ja, das heißt, die Ableitung der äußeren Funktion, u', und da setzen setzen wir jetzt die innere Funktion ein, ja, also u' von v von x müssen wir dann wieder bestimmen. Ja. Und das ergibt dann Folgendes, nämlich wenn die Ableitung der äußeren Funktion e hoch x ist, ja, also wenn u' von x e hoch x ist, dann ist u' von v von x eben e hoch dieses ganze Zeug hier jetzt. Ja. Also nicht e hoch x, sondern e hoch dieses ganze Zeug hier. Ja, also e hoch x hoch 4 plus
5x in dem Fall. Ja? Also die innere Funktion sozusagen in die Ableitung der äußeren Funktion eingesetzt. Ja? Das ist ja die Ableitung der äußeren Funktion. Und wenn wir in dieser Ableitung eben jetzt die innere Funktion hier einsetzen, dann kommen wir eben unten hier zu dem. Ja? Und jetzt haben wir im Prinzip wieder alles, was wir brauchen. Ja, und dementsprechend lautet dann f' von x wie folgt, nämlich zunächst mal haben wir hier wieder u' von v von x und das war hier ja jetzt e hoch x hoch 4 plus 5x. Ja, also zunächst machen wir e hoch x hoch 4 plus 5x und dann noch mal die Ableitung der inneren Funktion, also mal v'. Das fehlt jetzt noch, ja, also mal 4x hoch 3 plus 5 entsprechend, ja. V' war ja 4x hoch 3 plus 5 und damit multiplizieren wir das jetzt nochmal, ja, also mal 4x hoch 3 plus 5, das wäre in dem Fall die Ableitung, ja. Wenn wir das jetzt noch ausmultiplizieren, das können wir ja machen, dann steht hier zunächst mal 4x hoch 3 mal e hoch x hoch 4 plus 5x und dann plus, ja jetzt 5 mal e, das gibt dann 5e und dann hoch x hoch 4 plus 5x. Ja, also so kann man das auch noch hinschreiben, ja. Gut. So, dann machen wir ein weiteres Beispiel. Und zwar nehmen wir da jetzt mal vielleicht mal einen Sinus. Nämlich f von x ist gleich, nehmen wir hier mal Sinus von 6x² minus 5x. Gut, was ist jetzt hier die äußere Funktion? Was ist die innere Funktion? Wir klären zunächst mal, was die innere Funktion ist. Nämlich die innere Funktion ist wieder das, was hier jetzt in der Klammer steht. Ja, also 6x² minus 5x, das wäre die innere Funktion, also v von x ist gleich 6x² minus 5x und v' von x wäre dann entsprechend wieder 12x minus 5. Ja. U von x, nämlich die äußere Funktion, das wäre jetzt hier Sinus von x. Ja, also Sinus x. Und der erste Schritt ist jetzt ja wieder, wir bilden die Ableitung der äußeren Funktion. Ja, das heißt, wir bilden die Ableitung hier von der äußeren Funktion. Ja, die äußere Funktion ist jetzt hier Sinus x und die Ableitung von Sinus x wäre dann Cosinus x. Ja, Schritt 1. Schritt 2 wäre dann wieder folgendes, nämlich in Schritt 2 setzen wir jetzt die innere Funktion in die Ableitung der äußeren Funktion ein. Ja, das heißt, formal ist das dann wieder jetzt u' von v von x, ja, und das ist gleich folgendes, nämlich wenn jetzt hier u' von x Cosinus x ist, dann ist u' von v von x Cosinus von eben diesem ganzen Zeug hier, ja, von v von x, ja, also Cosinus von 6x² minus 5x. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip schon wieder alles. Ja. Das heißt, f' von x wäre folgendes. Nämlich zunächst mal haben wir hier wieder u' von v von x. Ja, also das hier dann. Ja, also Cosinus von 6x² minus 5x. Und dann mal die Ableitung der inneren Funktion, also mal v' von x hier oben. Ja, v' von x war ja 12x minus 5, das heißt, das ganze Ding multipliziert nochmal mit 12x minus 5. Ja, das wäre dann die Ableitung. So, dann noch ein letztes Beispiel zur Kettenregel. Und zwar
Da nehmen wir jetzt nochmal eine normale Potenzfunktion, und zwar f von x ist gleich, Klammer auf, da steht jetzt 4x hoch 3 minus 2x Quadrat und das Ganze hoch 4. Ja, da sitzt hier wieder die Frage, was ist die äußere und was ist die innere Funktion? Ja, die innere Funktion ist wieder das hier in der Klammer drin. Ja, das bedeutet v von x ist gleich 4x hoch 3 minus 2x². Ja, die Ableitung hiervon können wir gleich bilden, nämlich v' von x wäre dann entsprechend 4x hoch 3 abgeleitet. Es gibt 12x² und dann minus 4x. Ja, u von x, ja, nämlich die äußere Funktion, wäre jetzt in dem Fall x hoch 4. Ja, weil das ganze Ding soll ja noch hoch 4 gerechnet werden. Ja, das bedeutet, die äußere Funktion ist hier jetzt x hoch 4, ja, diese Potenz hier. Ja, und u' von x wäre entsprechend dann 4x hoch 3. Ja, der erste Schritt war ja wieder folgender, nämlich wir bilden die Ableitung der äußeren Funktion. Und das hier ist in dem Fall die äußere Funktion. Ja, Schritt 2 war, wir setzen die innere Funktion hier in die äußere, in die Ableitung der äußeren Funktion ein. Ja, und wenn wir das machen, bekommen wir dann u' von v von x. Ja, das heißt, wenn wir die innere Funktion hier einsetzen, dann bekommen wir folgendes, nämlich 4 mal, und jetzt statt x kommt hier jetzt die innere Funktion wieder rein, nämlich 4x hoch 3 minus 2x Quadrat und das Ganze dann hoch 3. Ja, also statt dem x setzen wir die innere Funktion hier ein. Ja, und das gibt dann eben wieder u' von v von x. Ja. Gut, die Kettenregel nochmal hingeschrieben. F von x war ja u von v von x. Und f' von x war dann u' von v von x mal v' von x. Gut, und wir haben jetzt u' von v von x haben wir schon und v' von x haben wir auch schon. Also alles, was wir jetzt brauchen, haben wir. Und entsprechend können wir jetzt die Ableitung bilden. Nämlich wäre dann f' von x zunächst mal u von v von x, u' von v von x, ja, also 4 mal und dann eben 4x hoch 3 minus 2x Quadrat und das Ganze hoch 3, ja, das wäre ja u' von v von x und das hier eben mal v' von x, ja, also mal 12x Quadrat minus 4x, ja, also 12x Quadrat minus 4x, also so würde das dann dastehen. Ich lasse es jetzt auch so stehen, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, das noch zu vereinfachen, weil mir es in erster Linie jetzt erstmal nur darum geht, dass Sie sehen, wie man die Kettenregel anwendet. Ich meine, vereinfachen, das können Sie ja. Und ich denke, dass es hierzu jetzt auch erstmal reicht. Wir machen jetzt gleich noch ein paar Beispiele, wo wir die verschiedenen Ableitungsregeln, die wir jetzt kennengelernt haben, ein bisschen kombinieren. Das gibt es nämlich auch. Und danach werden wir das Thema, denke ich, abschließen. Ja, also mehr gibt es dazu nicht. Aber diese 8 Ableitungsregeln, also ich sag's nochmal, das ist was, was Sie in jedem Fall beherrschen müssen. Deswegen mache ich das auch jetzt, so ziemlich am Anfang von den Veranstaltungen, dass Sie da genügend Zeit haben, das auch nochmal zu üben. Ja, weil da werden Sie fit, wenn Sie es üben. Und wenn Sie das tun, dann werden Sie in der Klausur da auch keine Probleme haben. Ja. Gut. So.
im nächsten Beispiel oder in den nächsten drei Beispielen, besser gesagt, da machen wir jetzt nochmal Folgendes, nämlich wir kombinieren verschiedene Ableitungsregeln miteinander, die wir bisher jetzt eben kennengelernt haben. Ja, das heißt, als Überschrift schreibe ich hier jetzt nochmal Kombination mehrerer Ableitungsregeln. So, zum Beispiel haben wir mal gegeben, die Funktion f von x ist gleich x hoch 3 mal, und jetzt Sinus von 4x². Ja, die Frage ist, wie geht man da jetzt ran? Was immer hilfreich ist, ist, wenn man sich den Ausdruck hier im Gesamten zunächst mal anschaut, was das ist. Und wenn wir mal den Gesamtausdruck hier betrachten, dann sehen wir ja, das sind hier zwei Faktoren, die miteinander jetzt eben hier multipliziert werden. Also x hoch 3 haben wir hier und das wird multipliziert eben mit Sinus von 4x². Ja, das bedeutet letztendlich, dass das hier mit einer Produkt, also mit der Produktregel gelöst werden muss. Ja, das bedeutet, in dem Fall x hoch 3 wäre jetzt u von x und Sinus von 4x² wäre jetzt v von x. Ja, also insgesamt ist es ja ein Produkt und deswegen brauchen wir hierfür die Produktregel. Ja, ich schreibe die jetzt nochmal hin, die Produktregel. Also wenn wir jetzt hier eine Funktion f haben und die besteht jetzt aus zwei Funktionen, die miteinander multipliziert werden, also nämlich u mal v, also die Funktion ist jetzt u mal v, dann war ja f' folgendes, nämlich u' mal v plus u mal v', das war ja die Produktregel sozusagen. Und genau das machen wir jetzt. Ja, also so wird man die Ableitung dann eben bilden können. Ja, was jetzt hier allerdings die Besonderheit ist, ist, dass wir hier in diesem Faktor nochmal eine Kettenregel drin haben. Ja, das heißt, in dem Beispiel hätten wir sozusagen eine Kettenregel innerhalb der Produktregel. Ja, und gut, wenn wir die Produktregel jetzt hier anwenden, dann haben wir ja Folgendes gegeben, nämlich u von x hier war ja x hoch 3 und u' von x ist dann entsprechend 3x². Ja, und dann kommen wir jetzt hier zu v. V von x ist jetzt hier Sinus von 4x². Und wenn wir v' von x jetzt hier bestimmen wollen, dann haben wir jetzt hier wieder eine Kettenregel drin, wie gesagt. Ne? Ich schreibe jetzt die Ableitung hin, nämlich die Ableitung von Sinus von 4x² ist ja zunächst mal eben Cosinus von 4x². Und jetzt eben noch mal die Ableitung der inneren Funktion hier, ja, also mal 8x. Ja, die Ableitung der inneren Funktion hier ist ja 8x, ja, also mal 8x. Ja, die innere Funktion ist hier dementsprechend halt 4x². Und bei der Kettenregel muss ich eben am Ende noch mit der Ableitung der inneren Funktion eben multiplizieren. Ja, das heißt, das wäre dann v' von x. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen und werden die Ableitung anhand der Produktregel eben bilden. Ja, f' von x ist dann entsprechend folgendes, nämlich u' mal v. Ja, das bedeutet hier 3x². Und jetzt mal v. Und v war ja hier Sinus von 4x². Und dann plus u mal v'. Ja, u ist ja x hoch 3. Und dann mal v'. V' ist ja hier das hier, also Cosinus von 4x² mal 8x. Gut, das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen.
Und zwar, gut, hier vorne können wir jetzt nichts machen, da bleibt dann 3x² mal Sinus von 4x² stehen und dann plus, hier können wir jetzt Folgendes noch machen, hier können wir x hoch 3 und das 8x zusammenfassen zu 8x hoch 4 und das Ganze dann eben noch mal Cosinus von 4x². Ja, das wäre dann sozusagen die Ableitung dieser Funktion hier oben eben. Ja, und Sie können sich jetzt vielleicht mal noch den Spaß machen und versuchen, die zweite Ableitung zu bilden. Ja, das Ganze wird dann richtig viel. Ja, weil hier haben Sie ja zunächst mal, wenn Sie sich das anschauen, zwei Summanden. Ja, also diesen Summand plus diesen Summand. Ja, das heißt, Sie müssten, wenn Sie das jetzt ableiten wollen, nochmal zunächst mal die Ableitung von diesem Summand hier bilden und dann die Ableitung von diesem Summand. Ja, wenn Sie sich den ersten Summand mal anschauen, dann haben Sie jetzt erneut eine Produktregel drin und hier dann auch wieder eine Kettenregel und genauso hier auch. Das hier wäre wieder eine Produktregel und da drin steckt jetzt hier auch nochmal eine Kettenregel. Das heißt, diese zweite Ableitung, das wird jetzt richtig viel. Ich gebe Ihnen mal das Ergebnis an. Sie können es ja vielleicht mal zu Hause probieren. Also wenn Sie das schaffen, dann kann ich Ihnen sagen, dann haben Sie es drauf. Also wenn Sie es schaffen, davon jetzt noch die zweite Ableitung zu bilden, dann sind Sie gut. Ja, ich gebe Ihnen das Ergebnis, nämlich f2' von x wäre jetzt hier minus 64x hoch 5 mal Sinus von 4x² und dann plus 6x mal Sinus von 4x² und dann plus 56x hoch 3 mal Cosinus von 4x². Ja, also das wäre jetzt hier die Lösung und ja, wenn Sie das üben wollen, dann würde ich Sie einfach mal bitten, vielleicht noch mal zu Hause probieren, diese Ableitung, diese zweite Ableitung eben zu bilden. Ja. So, im nächsten Beispiel haben wir jetzt noch mal eine Funktion gegeben, nämlich f von x ist gleich Klammer auf Sinus von 2x² plus 2, Klammer zu, und das Ganze hoch 3. Ja. Hier ist es jetzt so, das gesamte Ding wird ja hier hoch 3 genommen. Das heißt, das gesamte Ding insgesamt betrachtet ist eine Potenzfunktion. Und hier drin ist nochmal hier die Sinusfunktion, also hier drin wäre dann nochmal eine Kettenregel anzuwenden. Ja, das bedeutet, hier in der Klammer drin wäre in dem Fall die innere Funktion, ja, also Sinus von 2x² plus 2, das wäre hier die innere Funktion. Und das ganze Teil hier eben hoch 3 wäre die äußere Funktion. Ja, das ist halt immer so die, sag ich mal, die Schwierigkeit, zu erkennen, was ist was. Aber das geht, wie gesagt, dann nur mit Übung. Ja, wir kümmern uns jetzt zunächst mal hier um die innere Funktion, nämlich v von x. Das ist dann ja entsprechend eben Sinus x, Sinus von 2x² plus 2. Ja, also v von x ist in dem Fall Sinus von 2x² plus 2. Und v' von x wäre dann Folgendes, nämlich diese Funktion abgeleitet hier ergibt zunächst mal Cosinus von 2x² plus 2, also die Kettenregel, ja, Cosinus von 2x² plus 2 mal, und jetzt noch die Ableitung dieser inneren Funktion, also die innere Funktion der inneren Funktion sozusagen, ja, die Ableitung von 2x² plus 2 ergibt dann
4x noch. Ja, also das wäre dann hier V'. Dann u von x ist in dem Fall eben die äußere Funktion, ja, und das ist ja diese Potenzfunktion, also das ganze Ding hoch 3. Also u von x wäre dann x hoch 3. Und u' von x wäre entsprechend 3x Quadrat. Ja, jetzt sagt die Kettenregel ja Folgendes. Die sagt Folgendes, nämlich im ersten Schritt bilden Sie die Ableitung der äußeren Funktion, ja, das ist das hier. Und im zweiten Schritt setzen Sie die innere Funktion in die Ableitung der äußeren Funktion wieder ein. Ja, das heißt, was wir jetzt brauchen, ist hier u' von v von x, ja, laut der Kettenregel. Ja, das heißt, wir setzen jetzt in u' von x v von x ein. Ja, das heißt, hier steht dann 3 mal und jetzt eben für x das hier eingesetzt, also 3 mal Sinus von 2x² plus 2 und das Ganze zum Quadrat. Ja, also statt x steht hier jetzt v von x drin. Ja, Kettenregel lautet ja wie folgt, nämlich f von x war ja u von v von x und f' von x ist entsprechend dann u' von v von x mal v' von x. Das war ja die Kettenregel. Gut, und jetzt haben wir ja im Prinzip alles, was wir brauchen. Das heißt, wir bilden jetzt f' von x und haben hier zunächst mal jetzt u' von v von x. Ja, also das hier, das heißt, hier kommt jetzt zunächst mal 3 mal und dann, Klammer auf, Sinus von 2x² plus 2 zum Quadrat und dann mal jetzt noch v' von x, also mal das hier, ja, also mal Cosinus 2x² plus 2 mal 4x, ja, also mal Cosinus von 2x² plus 2 und das Ganze nochmal 4x. Gut, so wäre das zu handeln. Ja, jetzt schauen wir, ob wir hier noch was vereinfachen können. Und ich sehe jetzt gerade, okay, die 4x können wir damit noch multiplizieren. Das heißt, das wäre dann, wenn wir das machen, 12x und dann mal Sinus von 2x² plus 2 zum Quadrat mal Cosinus von 2x² plus 2. Ja. Hierfür zeige ich Ihnen jetzt noch eine andere Schreibweise. Also statt dem Ausdruck hier können Sie auch Folgendes schreiben, nämlich ist gleich 12x mal, und jetzt statt dieser ganzen Klammer hier ins Quadrat können Sie auch schreiben Sinus zum Quadrat von 2x² plus 2, das geht auch. Ja, und dann entsprechend hier hinten nochmal Cosinus von 2x² plus 2. Ja, also das wäre dann die Ableitung hier. Ja, vielleicht nochmal als Anmerkung. Ja, also Anmerkung. Nämlich Sinus von x und eben das Ganze zum Quadrat ist dasselbe wie Sinus Quadrat von x. Ja. Und vielleicht schreibe ich noch was dazu, nämlich das hier ist nicht dasselbe wie Sinus von x Quadrat. Ja, also da müssen Sie aufpassen. Das ist eben nicht dasselbe. Ja. Also es ist ein Unterschied, ob Sie einen Sinus von x haben und den einmal mit sich selbst multiplizieren. Ja, also Sinus von x und dann zum Quadrat. Das ist ein Unterschied und eben nicht dasselbe wie Sinus von x Quadrat hier. Ja. Gut, ich rahme das jetzt gerade nochmal so ein. Also das einfach nochmal am Rande. Gut, dann noch ein letztes Beispiel. Und dann denke ich, haben wir es erstmal zu den Ableitungen nach einer Variable. Nämlich f von x ist jetzt
nehmen wir nochmal hier die Quotientenregel. F von x ist gleich ln von x² plus 3. Und dann das geteilt durch x hoch 3 plus 1. Ja, da sehen Sie jetzt hier, das ist ein Quotient insgesamt. Ja, das heißt, hier wäre die Quotientenregel anzuwenden. Ja, die Quotientenregel. Und die wendet man eben an, wenn man einen Quotient hat. Ja, also wenn man beispielsweise Folgendes hat, nämlich f ist gleich u durch v, dann ist f' Folgendes. Das ist dann u' mal v minus u mal v' durch v². Ja, ich spare mir jetzt die ganzen x, habe ich ja vorhin auch gemacht, aber ich denke, Sie wissen, was ich meine. Quotientenregel, das hatten wir ja. Und die sei hier jetzt einfach nochmal aufgeführt. Ja, das heißt, insgesamt haben wir hier eine Quotientenregel und entsprechend wäre der Zähler hier jetzt wieder u von x und der Nenner hier v von x. Ja, u von x ist dann entsprechend eben, ja, wie gesagt, der Zähler. Also u von x wäre dann ln von x² plus 3 und u' von x wäre dann, das ist wieder eine Kettenregel, die wir anwenden müssen, ja, und entsprechend wäre u' dann 1 durch und jetzt eben x² plus 3 und dann mal jetzt noch die Ableitung dieser inneren Funktion, also mal die Ableitung von x² plus 3. Ja, die Ableitung von x² plus 3 ist ja 2x, das heißt mal 2x. Ja, und das ist ja dasselbe, wenn ich das ein bisschen umschreibe noch. Wenn ich 2x jetzt hier in den Zähler hochziehe, dann steht hier 2x durch x² plus 3. Ja, also das wäre dann u' von x. V von x, hatten wir gesagt, ist der Zähler hier unten. Ja, also x hoch 3 plus 1. Und v' von x ist dann entsprechend gleich 3x². Ja, und jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen. Jetzt wenden wir die Quotientenregel an. Ja, das heißt, für f' von x haben wir dann Folgendes. Nämlich, ich schreibe jetzt hier schon mal den Bruchstrich hin. Ich ziehe den schon mal hier ein bisschen länger. Das wird nämlich ein bisschen länger, der Ausdruck. Zunächst mal haben wir hier u' mal v. Ja, laut der Produktregel, Quotientenregel. Das heißt, u' ist ja das hier, 2x durch x² plus 3. Das heißt, als erstes haben wir hier 2x durch x² plus 3 und dann eben mal v. V war ja x hoch 3 plus 1, also mal x hoch 3 plus 1 und dann minus u mal v'. Ja, also zunächst mal u, das war ln von x² plus 3, also minus ln von x² plus 3, mal v'. V' war ja hier 3x². Ja, und dann noch geteilt durch v². Ja, also v von x zum Quadrat. Ja, das bedeutet hier x hoch 3 plus 1 zum Quadrat. Gut, was können wir jetzt hier noch machen? Was man hier jetzt noch machen könnte, wäre beispielsweise das hier auszumultiplizieren. Ja, wenn wir 2x mal x hoch 3 rechnen, dann haben wir hier 2x hoch 4 plus und dann 2x mal 1, es gibt 2x und dann geteilt durch x² plus 3. Ich ziehe ja schon wieder mal den langen Bruchstrich. Und dann minus, hier kann man jetzt nichts machen, also minus ln x² plus 3 mal 3x² und dann geteilt durch x hoch 3 plus 1 zum Quadrat. Ja, diesen Ausdruck, den könnte man jetzt eigentlich noch weiter vereinfachen, aber ich denke, das erspare ich Ihnen jetzt mal an dieser Stelle. Ja, wichtig ist, dass Sie eben zunächst mal erkennen,
dass wenn sie sowas haben hier oben, dass es sich um eine Quotientenregel handelt. Ja, und da kann es eben sein, dass sie innerhalb dieser Quotientenregel dann eben nochmal eine Kettenregel haben oder irgendwas anderes, vielleicht noch eine Produktregel, wer weiß. Ja. Also da gibt es teilweise abenteuerliche Kombinationen und ja, da kann ich Ihnen eben nur empfehlen, rechnen Sie die Übungsaufgaben in den Kurseinheiten, rechnen Sie die Übungsaufgaben hierzu am besten auf der Homepage vom Lehrstuhl von Professor Kleine, da sind auch noch ziemlich viele Aufgaben hierzu und ja, wie gesagt, ich kann Ihnen nur raten, üben Sie das, weil das wird so gut wie sicher in der Klausur drankommen, sowas. Ja. Okay.